verprügelt mit Punchlines. Verprügelt mit einer verprügelt mit Punchlines. Hi, herzlich willkommen zu Verprügelt mit Punchlines mit Falk Pirczek und natürlich mit Ivan Thieme und mit mir Jonas Imam. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst uns ein Abo da, subscribe, macht Glocken an, spielt das Glockenspiel, macht Dinge, geht an die Kirchenglocke, haut dagegen und sagt immer wieder VMP, VMP. Und auf Spotify. Aber der Boy war nie weg, ne? Lass der kommt hier rein. Genau, und das sind eigentlich die wichtigen Sachen. Ansonsten, diese Folge kommt am Samstag raus. An diesem Samstag sind wir auf der Comic-Con Freiburg. Ja. Das ist im Süden Deutschlands, habe ich gelernt. Also und im Süden. Da ist jeder frei. Ne? Das ist jeder fühlt sich frei. Das ist schon eine Hochburg für Freie. Weiß nicht, ob Freie. Im Süden Deutschlands überhaupt jemand frei ist. Ich habe immer das Gefühl, da ist wenig Freiheit. Aber ich glaube, Freiburg ist so eine Studentenstadt. Das ist so, das, wisst ihr, was ich meine? Das ist so eine Stadt, da fangen die, da gehen Leute so barfuß. Das erste Mal. Da gibt es keine NC unter 2.0. Es ist jeder Student. Genau, das ist, selbst er hat recht. Also nee, selbst Jura. Das ist die Art von Studentenstadt. Ja, kannst du mir richtig vorstellen. Und der Einzige, der da barfuß läuft, ist der Typ, der Erstsemester Philosophie ist und das gelesen hat, dass das so ein Ding ist. Ja, aber ich glaube, von denen gibt es viele. Die und dann, es gibt jedes Jahr einen. Und dann so Lisas, die so richtig doll Medizin studieren. Ja. Nicht so ein bisschen, aber das ist so, so für die Liebe von Papa werden jetzt Nervenenden gelernt. Ja. Das ist so, glaube ich, die Energie der Stadt. Kennst du Nervenenden? Nee. Ja. Gar nichts? Nee, gar nichts. Keine Astroglia und sowas? Ach, come on. Das ist jetzt wieder Biogewächse. Das könnte stimmen und es könnte nicht stimmen. Du kannst mir alles sagen. Weil die Lisa bekommt auch ein paar Doc Martens, wenn sie sich immatrikuliert. Das ist quasi. Wachsen hier so automatisch am Fuß. Ja, genau. Ich glaube, in Süddeutschland haben die High Heels an. Nee. Ah, glaubst du? Ja. Die Medizinstudentinnen in Süddeutschland haben High Heels an. Sag ich jetzt einfach. Ja, die Schuhe, die so Klack machen, ne? Wie heißen die? High Heels. Nee. Es gibt auch so. Georgs, der Schuh der Atmen oder wo sind wir gerade? Nee, aber es gibt so Schuhe, die sind Klack nicht hoch, machen. Aber die machen so ein bewusstes. So, die haben so einen flachen Absatz. Ja, und auch so einen harten Absatz, dass er auf der Oberfläche auch so klick, klick macht. Als ob wie so ein Pferd das stolziert. Das sind für mich übrigens LehrerInnen-Schuhe. Ich glaube, du meinst Steppschuhe. Nee, nein. Aber das ist so eine Vorzwischenstufe. Privat. Also, was Ivan Thieme meint, ist, dass Medizinstudenten in Freiburg alle Steppschuhe tragen. Kommen nämlich alle aus Irland. Sind wahnsinnig. Weirde Thesen über die Stadt. Schön. Aber wir sind am Riverdance. Wir sind dort, kommt vorbei. Wir machen da ziemlich viel. Also wir hängen da nicht nur auf einem Stand rum. Wir haben jetzt auch erfahren, was unser Pensum ist. Und unser Pensum ist Arbeit. Ausreichend, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Ihr seid, ausreichend. Also langweilen werden wir uns nicht. Nee, wir werden nicht zu wenig arbeiten. Da könnt ihr einfach Teil von sein. Das wäre schön. Ja. Das ist ein kleines VMP, VMD-Community-Treffen. Und übrigens, ich möchte mal sagen, weil ich es jetzt mitbekommen habe, ich war ja weg, aber ich habe trotzdem so ein bisschen die Nachrichten gesehen und so weiter. Ich bin dagegen, dass hier Falk Pirczek immer so ausgehurt wird, als der Typ, der alle abknutschen muss und so. Dankeschön! Weil es gibt, du hast ein Recht, Nein zu sagen. Wow! Ja, du hast wenn Recht. Du es noch einmal sagst, laufen mir die Tränen. Es ist nicht deine Schuld. Nein, das machst du nicht mit mir. Es ist du machst das nicht im Podcast es mit mir. Es ist nicht deine Schuld. Jonas, ich bin emotional sehr roh gerade. Es ist nicht deine Schuld. Jetzt war eine halbe Stunde aufgestanden. Ich bin vor einer halben Stunde aufgewacht. Was glaubst du, wo ich psychisch bin? Es ist nicht deine Schuld. Ey, jetzt hör mal auf jetzt. Es ist nicht deine Schuld. Es ist Chris, macht das sehr gut. Es ist wirklich nicht deine Schuld. Ja. Wir müssen klären, wessen Schuld es ist, ehrlich gesagt. Ja. Aber dankeschön. Ich finde es auch unangenehm, dass ich. Aber ich sag mal so: den originalen Sex, Figgy Figgy Falk, den hast du ja auch ein bisschen mitkreiert. Das war ja auch ein bisschen lange Zeit so deine Falk-Ferkel-Narrative. Ich sage es jetzt mal in diese Kamera. Ich stehe zu meinen Fehlern. Ich möchte mich hier auch entschuldigen an dieser Stelle für alle Sachen, die ich getan habe. Ich habe die Kommentare gelesen. Ich habe im Urlaub eigentlich nur alte Kommentare gelesen. Und, warum? Der schlimmste Urlaub der Welt. Das ist der schlimmste Urlaub der Welt. Nein, habe ich nicht. Gar keine so Zeit. Funny. Zu viel Auto gefahren. Nee, aber das tut mir sehr leid, dass du so sexualisiert wurdest von uns. Das ist nicht richtig. Dankeschön. Ja. Es ist definitiv Ivans Pflicht, sich zu sexualisieren als der Jüngste. Und ich würde sagen, bestaussehendste. Würde ich auch sagen. Easy. Nein. Du bist easy der hotteste Call. Also wenn wir allen OnlyFans jeweils individuell, meine ich jetzt, aufmachen, dann hättest du die meisten Subs. Aber nicht Subs. Wegen... By a long shot. Aber by a nur long wegen shot. Meinem Booty. Das ist ja mein Hauptselling Point. Ja, aber das ist ja bei Kim Kardashian auch nicht anders gewesen. Ja. Ja. Na, ich guck mal, wo die jetzt ist. Die ist jetzt blond. Hätte jetzt auch keiner gedacht. Weil der läuft so gut, die ist jetzt blond. Übrigens auch Jurastudentin, ne? Nein. Die hat zu Ende studiert, die hat ihren ersten Nein, 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 nein. Doch.
Nein, ja, die hat jetzt erstmal diesen Spaßabschluss, mit dem du nichts machen kannst. Ja. Es gibt einen Spaßabschluss. Ja, nimm mal einen Bachelor hier. Und damals hat man noch ein Diplom, wie sofort ja. in so einen Boomer-Scheiß rutschen. Also die hat jetzt, es gibt ja so, man muss ja bei Jura mehrere Abschlüsse machen. Ja. Und sie hat so den ersten und der ist total latte, mit dem kannst du eigentlich nicht wirklich arbeiten. Aber ich glaube, ja. den hat sie. Jetzt, aber immerhin. Das stimmt, ja. Alter, ja, stimmt. Wer hätte das gedacht? Meine beste Freundin macht gerade ihr Staatsexamen in Medizin und ich bin absolut, also überwältigt, wie viel sie sich merken muss, ja. weil ich kann mir gerade so 7 Stichpunkte bei einer Setlist merken. Das ist so gerade, manchmal vergesse ich was. Also selbst in diesem Fall vergesse ich manchmal. Ich gehe von der Bühne und bin dann so, nein, ich habe was vergessen. Das ist Medizin. Medizin du musst es auch ziemlich viel pauken. Ne? Nee, aber nicht wie ein Mediziner. Ja. Ich habe auch Mediziner gekannt, und die waren ja wirklich nur am Telefonbücher auswendig lernen. Ja, die sind wirklich, genau. Ja. Also die könnten wahrscheinlich auch ein Telefonbuch auswendig lernen. Ja. Wobei, es kommt drauf an, welcher Buchstabe es ist, weil wenn es S ist, zum Beispiel in Deutschland, dann ist es einfach nur Schmidt sehr lange. Ja. Und dann Schmidt mit DT und dann Gott. Schmied und dann. Ja. Ich muss auch etwas auswendig lernen, und zwar meine Jokes für den 2. und 3. Oktober. Darf ich diese Überleitung nutzen? Jonas, warum gucke ich zurück? Ich würde sagen, hör auf zu fragen. Okay. Ja. Leite einfach. Ja, und zwar spiele ich die Premiere meines ersten Comedy-Solos in Berlin am 2. und 3. Oktober. Der 2. ist bereits ausverkauft. Dankeschön, dass ihr Tickets gekauft habt. Kommen wir da noch rein, am 3. könnt ihr, am 3. könnt ihr noch mich sehen. Und zwar der 3. ist der Tag der Deutschen Einheit. Und wie kann man diesen Tag besser nutzen? Das finde ich gerade wirklich wie ein Werbungsstil. Bin ich, komm, wie kann man diesen Tag am besten nutzen? Zieh durch. Wie einem frisch eingebürgerten Comedian beim Jokes spielen zu sehen. Nein, komm bitte vorbei. Ich würde mich sehr freuen. 3. Oktober. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Okay, das Geräusch war nicht schlecht. Nee? Fand ich gut. Schade, ich dachte, fand ich war gut. Ah, ich dachte, ich bin ein bisschen heute Special Effect, Ivan. Ja, ich meine, das ist doch gut, weil dann weiß man, wo man den Special Effect hinsetzen muss. Also eigentlich sollten wir das immer so machen. Ja, dieses sind immer, sehr genau. Gut. Und jetzt zurück zu Falk. Zurück. Falk, jetzt muss uns das Wetter beschreiben. Wie ist das Wetter gerade im Wedding? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nichts mehr vom Wedding. Haben die Wolken Wedding-Verbot? Ja. Haben die Wolken Wedding-Verbot? Ja. Oh, das klingt wie so ein Schlager. Nee, die Wolken haben Wedding-Verbot. Unsere Folge nämlich nicht gehört. Ich habe eure Folge gehört. Ich bin stolz, dass wir diesen Moment errifft haben, weil ich war so, nehmen wir an, Manuelsen wäre so Wetterreporter, wäre so, NRW gibt Sunshine, weil Wolken haben NRW-Verbot. Ich vergesse wieder einen Joke. Also ich glaube, da gab es doch quasi so ein, als Andrew Tate übergecancelt wurde, gab es so ein Meme, wo Manuelsen, Andrew Tate has NRW-Verbot, says NRW-Spokesman. Und dann sagt man, das war ein gutes Meme eine kurze Zeit lang. Du hast lang. Auch gesehen, ja. Ne? Ja. Aber zurück, Jonas, du bist wieder da. Ja. Das ist es übrigens. Ja. Ich habe eine Wettermann-Krawatte an. Ja. Ich könnte Wetter machen. Ja, du könntest. Wetter, Leute. Das ist, aber ich sag mal so, das ist on the brink of too casual fürs Wetter. Ja. Bei ja. den Deutschen ist das Wetter wichtig. Ja. Warum müssen die? Und du müsstest bin ein Indie-Wetterkanal. Gesponsert von Blue Chew. Aber wollen aus sie mal wieder eine steife Brise in der Hose haben? Blue Chew. Warum? Ich kann mal Kachelmann anfangen. Der hat doch einen Indie, der hat ja seinen eigenen Wetter-Channel gemacht. Warum müssen Wettermänner immer so ein bisschen so funny sein? Die müssen ein bisschen so anders sein. Weil ne? das Wetter irgendwie langweilig ist. Also alle wollen es irgendwie sehen oder wollten es früher sehen, aber ich glaube, irgendwie dachten die immer. Und es sind keine echten Nachrichten in dem Sinne. Also da stirbt halt, also außer bei Tornados oder so. Eigentlich ist es ziemlich brisant, wenn man drüber nachdenkt, vor allem jetzt mit so Klimawandel und so. Ja. Holy shit. Aber ich glaube, es gibt zum einen die klassischen Wetterleute, die sind sehr langweilig. Hm. Alles, was die immer machen, ist immer so grob in eine Richtung zeigen und hoffen, dass das stimmt. Ja. Das ist so deren Gig. Aber Jörg Kachelmann war, glaube ich, so der Erste, der so ein bisschen flamboyanter war, der ist so reingegangen und war so, hubi, hubi, wubi, pupi, ich hab gern Sex. Ja. Und das hat er immer so im Subtext. Der hat den Aktimel-Deal, das weiß ich noch. Einer meiner ersten deutschen Erinnerungen ans deutsche Fernsehen war so diesen Mann beim Aktimel trinken. Ah ja, stimmt, der hat Werbung gemacht. Ja, das macht ja irgendwie Sinn. Wie wahrscheinlich super ungesund Aktimel ist, was das für ein PR-Stand wahrscheinlich ist, ist doch niemals gesund, oder? Nie im Leben. Es war viel zu süß, um gesund zu sein. Das ist mir zu negativ an der Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, Aktimel hat auch seine Vorzüge. Ja. Das ist gerade sehr eine Kamera-Performance mit so einem Werbedeal. Haben also wenn du so ein kleines Fläschchen jetzt rausnimmst. Die sind auch so klein, ist das? Ich habe manchmal auch Sodbrennen und so und ich glaube, es liegt daran, dass ich nicht genug Probiotik für mich nehme. Und ich würde mich freuen. Mit Bakterienkulturen. Was sind das für Bakterienkulturen? Ja, die normalen, die in jedem Joghurt sind. Das ist immer so. Und B12 ist immer B12 drin. Muss man immer dazu sagen. In der UAH gibt es auch Bakterienkulturen. Mit Sicherheit.
Oh, stell dir mal vor, Aktimel würde einfach das so abfüllen, einfach so die Sitze aus der U8 auswringen. Dein würdet ihr euch mit so ganz kurzen Hosen auf einen U8-Sitz setzen? Wie kurz? Das hab ich naja, so. Es gibt ja, wir hatten ja so richtig Hot Girl Summer, ne? Vor kurzem noch. Ja. So als immer 30 Grad waren. Und da waren natürlich eine Menge Mädels, aber auch dazu tatsächlich auch ein paar ältere deutsche Männer in sehr, sehr, sehr kurzen Shorts unterwegs. Mhm. Und ich dachte mir, ich glaube, damit würde ich mich die nicht hinsetzen wollen. Also nicht auch so einen also öffentlichen... Die so gerade unter die Pobacke gehen. Ja, vielleicht sogar Pobacke ragt leicht raus. Nee, nicht mit dem nackten Popo, Ich hatte eine Freundin, die meinte so, ey, Ivan, wenn du U-Bahn gefahren bist, dann setz dich nicht mit den Straßenklamotten ins Bett. Also, Ja, aber das ist so ein bisschen germophob. Ja? Nee, das ist vor allen Dingen... Aber ich verstehe das irgendwo. Ich habe darüber nachgedacht, ich war so, ja, stimmt, das macht schon Sinn, dass ich... Ich wollte gerade einfach nur, also wenn... Mir eine Jogginghose anziehe oder so. Würde ich auf jeden Fall gerne jetzt Sexismus hier in die Runde bringen. Bitte? Wenn es für alle beteiligt ist. Also, okay, ausnahmsweise. Ja. Also, ne, aber ich möchte natürlich auch hier an dieser Stelle sagen, ich halte mich da... Ich halte auf Abstand, ne? Also jeder hat seine Meinung. Ja. Das ist ja auch gerecht. Und wir sind ja auch drei Leute. Jeder hat ganz eigene Einstellungen zum Meinung kreuzen sich, Digga. Manchmal überkreuzen sie sich. Also, dieses... Mit Straßenklamotten, nicht aufs Bett. Das ist in meiner Wahrnehmung etwas, habe ich bis jetzt nur in meinem Leben von Frauen gehört. Wir haben noch nie gehört, dass ein Mann gesagt hat, so Bruder, jetzt aber jetzt mal hier die Jeans aus, bevor du dich da hinsetzt. Ja, aber von Frauen... Wie funny wäre das? Weißt du, das mache ich ab jetzt. Ja, wenn ich einen Kumpel zu Besuch habe bei mir, sage ich so, kannst du bitte die Schuhe ausziehen und auch die Hose, wenn du dich hinsetzen willst. Kannst du auch stehen bleiben oder auf dem Boden sitzen. Ja. Das sind deine Optionen. Du kannst ja noch so eine Strip-Stange da reinbauen, aber die ist nicht zum Strippen, sondern so zum Festhalten. Ja. In der U-Bahn. Sind nicht alle Stangen zum Festhalten. Ja, das ist ein witziger Sketch. Weil ich habe so ein paar Freundinnen, die mir auch schon mal gesagt haben, ey, bevor du dich setzt, nicht mit der Hose. Der Hose geht nicht ins Bett. Ja, das macht schon Sinn. Guck mal, du schläfst dann darin. Aber was ist denn mit der guten alten Tagesdecke? Was ist denn, wenn du eine Tagesdecke rüber hast? Ja, ich habe eine Tagesdecke. Ich habe auch eine Tagesdecke. Ja. Hast du eine Tagesdecke? Klingt sehr rentnerisch. Habe ich, aber benutze ich selten. Okay. Ja. Und ich bin auch jemand, der dann manchmal einfach sagt, solange ich mich nur auf nicht ins Bett lege, sondern oben drauf, zählt es nicht. Ich verstehe die Logik. Das lüftet ja. Da kommt ja Sonnenlicht drauf. Wisst ihr, was richtig schön ist? Das töten ja Bakterien. Wisst ihr, was richtig schön ist? Wenn man so quasi so einen Nap macht in der Decke, unter der Tagesdecke drüber, dann hat man so ein richtig schweres Gefühl. Ja. Kann ich sehr empfehlen. Ich mag auch so ein schönes Nachmittagsnap, wo man auf der, also ich weiß nicht, ob ich jetzt genau das gleiche gleich sagen werde, aber man liegt auf der Bettdecke und die Tagesdecke nur rüber. Ja. Das heißt, du bist in so einem Deckensand. Diese luftig, es ist so. Das ist im Sommer sehr angenehm, das stimmt. Oh ja, und dann so ein nettes, Vier-Stunden-Näppchen. Ja, und dann noch jemand, der einen so übers Gesicht streichelt. Es geht Oh nee, das ist mir zu creepy. Das ist wirklich zu creepy. Es kommt auch an, was die Person dabei sagt. Ja. Schlaf. Nee. Ich finde, es geht auch. Nee, die sagt dann so, du hast gute 15 Minuten oder so. Das ist Comedian-Niveau. Das gute 15 Minuten. Jokes sind so tight. Kein Gramm Fett. Nein, ich weiß schon eine Erektion. Würdest du da keinen Hunger bekommen? Ja. Wenn es um Essen geht, kein Kampffett. Nee, da habe ich keinen Hunger. Brokkoli ist auch sehr gut. Mann, Jonas, jetzt sag doch mal, wo warst du denn? Na, was denn? Wir haben doch gerade erstmal Spaß. Jetzt setz mir doch nicht die Pistole auf die Urlaubsbrust. Ja. Ich war, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ich war... Im Untergrund? Also ich habe mich mit einer Nation verbündet. Und deswegen will ich da eigentlich gar nicht drüber reden, weil das ist sehr wichtig, glaube ich, dass ich, also, ne, wenn man, ich sag mal, wenn man ein Land verlässt und in ein anderes reingeht und dieses Land ist vielleicht objektiv besser als das andere Land, dann muss man vielleicht sagen, Leute, lass uns nicht drüber reden, ich gehe einfach und wir sehen uns nie wieder. Und das ist, was wir tun. Und wann das passiert, das hängt ein bisschen davon ab, wann ich meinen Ausweis bekomme, aber ich würde sagen, in den nächsten 2 bis 4 Wochen bin ich dann raus. So gut war es dort. Also nein. Ich kann mich darauf einstellen, dass wir bald wieder remote aufnehmen, wie bei Corona. Ja. Nee, ich war in Tschechien, ich war in Karlsbad. Und das war eine ganz, das hat sich einfach nur ergeben, weil es gibt ja so Seiten im Internet, wo einfach nur so Urlaubsangebote sind, wo dann so drin steht, so hier krasses Hotel, bla bla bla. Noch 3 Plätze verfügbar. 70% billiger als sonst. Ja. So. Ja. Und wir waren im Hotel Imperial, das ist ein Hotel, was unter anderem als Kulisse gedient hat fürs Grand Budapest Hotel. Ich fand das so cool. Das war wirklich nice, no joke. Also ich war, bitte sag mir, das war genauso. Also war es wirklich genauso wie im Film oder ähnlich wenigstens?
Nee, es sah schon ziemlich so aus, auf jeden Fall. Da gab es ein schönes Bad, ne? Das weiß ich. Oder wie kommst du darauf? Naja, weil das auch im Film war. Ich dachte, die haben vielleicht alles in diesem Ast. Nee, nee. Also wir hatten, jetzt auch nicht so eine Premium-Suite. Wir hatten schon den billigsten Raum, den es da gibt. Aber ist der war trotzdem teuer, nett. Das Hotel? Normalerweise schon. Weil es sieht nämlich wie ein teures Hotel aus. Ja, ja, ist es so. Es ist ein 5-Sterne-Hotel. Und wow. Es ist ja ein Kurort. Ja. Mitten, das ist ein 5-Sterne-Hotel, was so oben auf so einem Berg ist. Und ist auch ein Spa-Hotel, also gleichzeitig. Wobei wir das ehrlich gesagt, wir hatten in diesem Angebot, waren mehrere Behandlungen mit drin. Ja. Eine davon war so 50 Minuten Sauerstoffbehandlung. Da hat man einfach so kleine Schläuche sich in die Nase gesteckt und sich da hingesetzt und in so einen Liegestuhl und einfach 50 Minuten. Das sah aus wie so ein Cyborg, der gerade so, diesen Chef jetzt sieht, dann bist du so auf. Ja, aber das war ein bisschen weird, weil ich... Hat das was gebracht? Weiß ich. Warst du danach so, fuck, jetzt rennst du Marathon? Aber ich glaube, generell waren wir ganz schön matt, weil wir haben, das ist ein enormer Höhenunterschied gewesen. Wirklich? Also ja, unsere Ohren haben mehrfach geknackt auf dem Weg nach oben. Das war richtig, ja, das war richtig krass. Also ich bin mit dem Auto hingefahren. Das ist richtig unangenehm für mich, weil ich bin so Ohrenprobleme, aber... Karlsbad heißt das, ja? Mit kleinen Ohren. Wirklich? Du hast wirklich so kleine Ohren und die sind anfällig. Das tut mir immer ein bisschen leid. Da kann auch nicht tauchen und so. Das ist so. Manchmal kann ich auch nicht baden, weil das zu viel ist. Nein, Quatsch. Jemand hier ist druckempfindlich. Genau, und dann, da waren wir einfach, die zwei Tage, die wir da waren, war ich ehrlich gesagt die meiste Zeit ein bisschen müde. Weil, wirklich? Ja, weil einfach, man hat richtig gemerkt, dass die Luft dünner ist. So. Glaubst du nicht, dass es dich vielleicht auch einfach, dass du in so eine Entspannung gekommen bist und deswegen so Müdigkeit kam? Ja, weil vielleicht. Manchmal ist ja auch das dieses, okay, wir haben es jetzt. Also das ist halt, Karlsbad ist halt wirklich eine Stadt, die liegt mitten in den Bergen. Ich und runterzulaufen von diesem Hotel in die Stadt, was so 15 Minuten dauert oder so, läufst du einfach eine Steigung runter, das ist wie so eine Skipiste. Und wenn du wieder hoch willst, dann du kommst außer Atem in dem Versuch, zum Hotel zurückzukommen, weil es einfach so eine krasse Steigung ist. Aber es ist sehr schön. Es ist ein Kurort, was bedeutet, das Durchschnittsalter dort war 60, gefühlt. Nice. 50, 60 und sehr viel auch drüber. Und was Karlsbad ausmacht, ist, die haben so Quellen, da kommt so, ja, ich weiß nicht, die bezeichnen das so als so Heilwasser raus. Mhm. Und was ist... Das ist entweder Hayatwasser, das was... Nee, es kommt wirklich direkt aus diesem Berg. Ja. Und geil, aus verschiedenen Quellen. Was wir dann erst später rausgefunden haben, die haben alle so bescheuerte Tassen, die man da kaufen muss. Das ist, wir dachten, das ist so Merch. Mhm. So, das sind so ganz flache Tassen und die haben oben, die haben praktisch einen eingebauten Strohhalm. Mhm. Also was? Aus Porzellan meistens oder aus sowas. Und wir haben die ganze Zeit gedacht, das ist doch nur Scheiße, die sie so an Touristen verkaufen. Da ist ein Karlsbad an der Seite drauf und du zahlst halt irgendwie, keine Ahnung, 6, 7, 10 Euro für so eine Tasse und dann laufen die ganzen Rentner da rum und gehen immer zu diesen Quellen und machen sich das voll und dann laufen sie zur nächsten Quelle und trinken währenddessen. Ja. Und was wir aber festgestellt haben, ist, der Grund dafür ist, das Wasser kommt teilweise mit 60 Grad aus dem Felsen. Und das kühlt dann quasi so ab. Genau, und du hast halt diesen Strohhalm und so diese Konstruktion ist dazu da, dass du das trinken kannst, weil sonst verbrühst du dich einfach. Und dann wäre da eine Menge alte Omas, die so krass. Und dann gibt es aber auch Kälte. Warum ist es so warm? Weil das kommt aus dem tiefsten Innersten der Erde. Ah, krass. Das ist eine heiße Quelle. Ah, okay. Das klingt so geil. Ich kann mir nur gerade vorstellen, wie ich mit so einer Tasse, ich sehe mich in einem offenen Bademantel, wie ich durch die Stadt laufe und überall heißes Wasser nehme. Auf klingt einer traumhaft. Auf einer Bademantel nichts drunter. Genau. Einfach so Rodney Dangerfield in Tschechien. Klingt mega schön. Das Funny daran war, wir haben das eigentlich nur einmal wirklich gemacht, dass wir da sowas getrunken haben, weil wir haben sehr schnell gemerkt, das Wasser schmeckt. Also wir hatten gedacht, es würde vielleicht schweflig schmecken oder so, aber es schmeckt einfach wie Nudelwasser. Ist es salzig? Es ist salzig und hat so ein bisschen diesen weirden Nebengeschmack, den man auch bei Nudelwasser hat. Klingt nicht so geil eigentlich. Nee, es war schwer zu trinken tatsächlich. Also wir haben uns eine Tasse geteilt vielleicht und dann kocht jemand einfach richtig krasse Nudeln. Ja, irgendwo im Inneren der Erde wird Pasta gemacht. Der Teufel macht Pasta. Der Teufel macht Pasta. Das ist der Name für die Folge. Ja, ich schreib's auf. Der Teufel macht Pasta ist so gut. Ich schreib's auch schnell auf. Aber was ich lustig fand bei diesem Spa-Ding war, es war eine Massage mit drin. Mhm. Also aber nur so eine 20 Minuten Rückenmassage praktisch. Und meine Freundin hatte die ein paar Stunden vor mir, weil die hatten das alles schon eingetaktet. Also wir sind hingekommen, wir haben so einen Plan bekommen, was wir alles für Behandlungen kriegen können und so. Und dann war sie da und sie kam so zurück und war voll entspannt und die hatte so voll den professionellen Masseur, der so wie so ein Sportmediziner, der auch meinte, hier an der Schulter ist was nicht in Ordnung und so und hat es dann so gerichtet und so weiter. Und ich komme dahin und meine Tür wird aufgemacht, das waren so alles so Kabinen. Ich liebe sie jetzt schon. Und eine
sehr, sehr alte tschechische Oma mit so rot gefärbten Haaren, die auch so ein bisschen gelangweilt aussah. Und auch so aussah, als hätte sie eigentlich immer ihr ganzes Leben lang so eine Zigarette im Mundwinkel gehabt, aber sagen, darf das da unten nicht. Ja. Weil ich kriege dann ihren Fingern, ob die noch nach Kippen riechen. Ja. Und so, ja, reinkommen, ne, hier freimachen, bla bla bla. Und ich lege mich da so hin und ich lüge nicht, wenn ich sage, ich bin ja schon öfter mal, ich gehe ja teilweise schon zu Massagen, meistens zu Thai-Massagen, weil die halt richtig so krass reingehen ins Gewebe und so. Das war die lächerlichste, zärtlichste Massage, also nicht zärtlich, lascheste Massage, die ich hier bekommen habe. Ich wurde de facto einfach 20 Minuten von der tschechischen Oma gestreichelt. Oh nein. Ist das also gut. Wirklich, die hat einfach nur so Ausstreichen gemacht die ganze Zeit und aber so auch so ganz vorsichtig und so. Und ich glaube, es ist, weil sie normalerweise 70- bis 80-jährige Menschen massiert, die mega empfindlich sind. Das kann sein, ja. Und ich war die ganze Zeit wirklich so, ich war so kurz davor zu sagen, ey, drück doch einfach mal. Ja. Also, was bringt mir das denn jetzt hier? Ach, Mann, ey. Also es war wirklich funny. Und dann habe ich aber auch überlegt, so, ich habe ja nie mit meinen eigenen Omas was zu tun gehabt, weil die sind entweder gestorben oder die andere war ganz, also in Ägypten und die ist dann auch relativ früh gestorben. Und das ist so, ich weiß jetzt, wie Leute, was Leute meinen, wenn sie meinen, so, das ist voll schön, wenn man seiner Oma gestreichelt wird oder so. Jetzt weiß ich lose zumindest, ungefähr, worum es da geht. Also, weil vorher hatte ich kein Gefühl dafür. Also, das, aber ja, ich bin 20 Minuten von der tschechischen Oma gestreichelt worden. Und der Handjob war okay danach, aber auch ein bisschen zu lasch. Ich wollte auch gerade sagen, hat ist ja auch scheiße. Hat sie versucht, Smalltalk zu machen? Oder hat Nee, gar nicht. Und das Lustige war, ich glaube, der Masseur, wo meine Freundin war, der war halt auch daneben, der hatte auch parallel. Der hat auch gerade einen Handjob gegeben. Nee, und also der war bestimmt hat er Handjobs gegeben, keine Ahnung. 100 pro. Der Karel. Liebe sowas Karel. Zu behaupten, 100 pro. Einfach so ganz sicher sein. Der sah wirklich aus wie so ein sowjetischer Sportmediziner. Oh. Ne? Aber so auch so voll fit so auch, ne? Ja. Und als ich da reingegangen bin, ist der Mann sein Termin da gerade reingegangen und das war wieder eine junge, attraktive Frau und ich glaube, der macht das mit Absicht. Ey. Der kriegt die junge, attraktiven Frauen und ich krieg dann hier die tschechische Oma, die irgendwie keine Kraft mehr in den Fingern hat. Ach, glaubst du, das wäre ein bisschen creepy eigentlich, ne? Also ich sag mal so, würde es mich unfassbar wundern, nun ja. Ja. Nun ja. Nun ja. Ist das übrigens krasses in Tschechien, ist das, wie viele Leute da Deutsch sprechen. Ja? Ja. Das ist ja auch an der Grenze. Ist wahrscheinlich auch in der Schule wird, kann man. Karlsbad ist ja der deutsche Name. Ja. Die heißt, also da, bei denen auf den Schildern steht Karlovy Vary. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Wahrscheinlich nicht. Aber die unglaublich viele Leute dort sprechen Deutsch. Mhm. Also ist natürlich auch ein Touristenort. Ja. Aber ich würde sagen, das Interessante ist, wir haben oft versucht, auf Englisch mit denen zu reden und die haben meistens eher Deutsch gesprochen. Und anscheinend ist in Tschechien Deutsch auch immer noch oft die erste gewählte Fremdsprache. Mhm. Das haben wir auch nicht gewusst vorher. Das ist ganz schön krass. Und was in Tschechien auch interessant ist, ist es anscheinend CBD. Nicht Englisch, sondern Deutsch. Das ist krass eigentlich, ne? Das war so ein Gefühl, wir waren gerade nicht in Sync. Es war zwei Sekunden zu spät. Ja. Ich lasse es nicht machen, weil die Leute finden dann heraus, dass wir gar nicht im selben Raum sitzen. Ja. Ich hatte gerade heftigen Ping, ne? Das war wie auf Schlittschuhen in den Raum zum Schießen. Ja. Nee, ist Hardcore-CBD-Land. Also es gab überall, in jedem Kiosk und so, wir sind da überall rein und überall waren so CBD-Produkte. Und wir sind so, okay. Auch an der Autobahn und so. Aber Tschechien hat ja allgemein eine sehr, sehr liberale Drogenpolitik. Da macht es ja irgendwie auch Sinn, dass die dann auch so sagen, ja, CBD. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich dachte, dass die eigentlich in Osteuropa da alle ein bisschen strenger sind. Nee, Tschechien wiederum. Was Kiffen angeht. Tschechien ist so ein bisschen auch das Partyland. Ja, das glaube ich. Da kannst du gerne mal so ein Genau, und da sind sehr viele Drogen zumindest entkriminalisiert. Ja. Aber weißt du, Chris, voll viele Kurorte auch. Also ist auch, Ey, eigentlich Tschechien, Topland, oder? Ja. Muss man wirklich mal sagen. Topland. Einziges Manko, ich glaube, in Tschechien ist das ganze Konzept von vegan noch nicht erwähnt worden. Ich wollte wirklich wegen dem Essen fragen, wie war's? Keiner, also du konntest, wir waren bei allen möglichen Restaurants, wir vorbeigelaufen haben, geguckt, meine Freundin ist Veganerin. Das heißt, sie hatte so ein Beilagenwochenende? Die hat, ja, es ging, das war so das andere, wir hatten ja Halbpension, das heißt, wir hatten Frühstück und Abendessen im Hotel, einfach so. Ne? Es gab immer Buffet und das war eigentlich ein gutes Buffet, aber das Problem, das ist mir auch später aufgefallen, ich dachte die ganze Zeit so, warum ist das hier alles so schwach gewürzt? Und dann ist mir auch mal natürlich, ich sitze in einem Kurhotel, umgeben von Rentnern. Und natürlich packen die hier nicht ihr hartes Paprikapulver oder sowas aus der sowieso hartes Paprikapulver. Ja, für deren Verhältnisse wäre das dann schon, es war wirklich alles sehr viel gedünstet und sehr vorsichtig behandelt. Damit der Magen das schafft, Oh, ist das funny. Aber das war eigentlich ganz,
Das war eigentlich ganz nett. Ich habe wahnsinnig viel Fleisch durcheinander gegessen, weil es gab einfach, also es war ständig, ja, keine Ahnung, Fleisch überall. Was ist so das tschechische Landesgericht? Ja, ich habe den Fehler gemacht zu denken, dass es Gulasch ist, aber das ist ja ungarisch. Das ist ungarisch. Und die haben auch Gulasch da, aber das ist wohl anders und ich habe es auch nicht gefunden. Ich guck mal, was so klassische tschechische Nationalgerichte sind. Was habe ich denn gegessen? Also auf jeden Fall alles Mögliche mit Fleisch. Das glaube ich auch. Also es ist immer Fleisch, es ist sehr viel mit Kartoffeln und es ist sehr viel, es ist gar nicht so anders als deutsche Küche in der Hinsicht. Für mich übrigens eine Küche, die sehr kümmellastig ist. Tschechien? Hätte ich gedacht, ja. Kann gut sein. Also Kartoffelsuppe. Aber Kümmel gab es nicht im Kurhotel, sag ich dir jetzt. Das kann ich jetzt schon sagen. Dann pupsen die Alten. Ja. Dann feuert es denen den Darm hinten raus. Ach ja, und ich war auch noch in einem Salzbad. Nee, in einem Heilkräuterbad. Und da bin ich, das sah genauso aus wie im Grand Budapest Hotel. Das war so eine alte, sah aus wie eine DDR-Wanne. Wisst ihr, was ich meine? Ja, irgendwie. Aber auch so ganz ergonomisch geformt, dass man sich da so reinlegen konnte und für jedes Bein gab es so ein Teil. So, nein! Ne? Und, wie ein Gynäkologenstuhl als Badewanne? Nee, es war schon flach. Und, einfach und was so, sind in deinem Bein irgendwie, wenn, du kannst dich ja nicht dann so bewegen, oder war das immer noch so frei? Doch, du konntest dich bewegen. Meine Kopf ist so eine perfekte Form. Ja, für mich auch. Es war keine eiserne Jungfrau. Du hast uns beide sofort an unsere Dummheit verloren. Es war so ein. Du konntest dich da schon nochmal reinnehmen, aber es war einfach, es gab so eine Art Trenner zwischen den Beinen einfach. Okay. Und es war auch so, also man hat so gesehen, es gab so Düsen und so weiter, aber die waren da nicht an. Und das war so ein Heilkräuterbad. Da waren irgendwelche Heilkräuter drin, die halt gut für die Muskulatur und so weiter sein sollten, glaube ich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht viel gemerkt. Und, alles ein bisschen zu lasch für dein Empfinden gewesen. Ja, total. Alles wirklich, durch die Wand weg. Es war wirklich nicht sehr intensiv. und die Frau, die mich da reingebracht hat, es stand schon auf dem Zettel, ja, man soll im Bademantel kommen, aber ich hatte halt noch ich hatte meine Badehose drunter und ein T-Shirt, so, weil ich wusste nicht so genau, was da abgeht. So. Und ich komme da hin, ne, und sie ist so, ja, ausziehen. Und ich so, okay, du hattest so eine Kabine, ne? Und ich ziehe mich so aus in der Kabine und sie macht einfach die Tür auf, ne? Und da ist dann noch so ein Flur, über den man gehen muss. Und sie so, ja, einfach mitkommen jetzt. Und ich so, ich bin nackt. Und sie so, ja, ist okay, komm hier rein, das ist so voll egal. Das, ne, juckt dir irgendwann nicht mehr. Wenn du zu viel Nacktheit gesehen hast, bedeutet Nacktheit gar nichts mehr. Ich hatte auch dieses ganz klare Osteuropa-FKK-Feeling, wo die so waren, so, es ist ein menschlicher Körper, ist uns egal. Ja, krass. Der ist nicht gemacht, um zu ficken, der ist gemacht, um zu arbeiten. Das ist einfach ein ganz anderer Approach. Wenn die dich eine Maschine nennen, dann meinen die das ein bisschen anders. Ja, dann geht's ins Kohlewerk. Landwirtschaftsmaschine. Geh aufs Feld. Und habt ihr dann auch den Film nochmal geguckt, einfach für das Feeling? Nee. Wir haben echt drüber nachgedacht. Ja, kann ich verstehen. Aber wir hatten Herr der Ringe noch nicht geguckt, die Serie, und hatten noch eine Folge Sandman offen und hatten auch noch Game of Thrones. Mein Gott, ihr seid ja knietief in allen Serien. Ja, absolut. Übrigens, Game of Thrones neue Serie. House of Dragons, heißt das so? House of the Dragon, was ich auch immer durcheinander bringe. Ich sage auch mal House of Dragon. Macht irgendwie, ja. Steht immer House of the Dragon, fühlt sich lang an. Ja. Egal. Fühlt sich wirklich. Ist okay. Ich sage jetzt was ganz extrem Unsympathisches, nur ganz kurz, ja, und dann ist wieder sympathisch. Bitte in die Kamera. Die Hauptdarstellerin hat ein Embryonalgesicht und ich bleibe dabei. Embryonalgesicht? Ja. Heißt das, ihre Mutti hat Gluck, Gluck, Gluck? Nee, sie hat einfach. Ich glaube, viele Leute finden sie schön, aber ich finde, die hat so ein Erdnuckelgesicht. Die sieht so ein bisschen so aus. Ein Erdnuckelgesicht? Was haust denn du hier für Wortkreationen raus? Das ist halt, früher haben wir solche Sachen gesagt. Erdnuckel. Heute. Nee, aber sie hat wirklich so ein bisschen, denk mal an das Gesicht, was ihr, wenn ihr ein Bild von einem Embryo seht, ne? So ein bisschen so ein hochauflösendes, gut gemachtes, vielleicht auch ein CGI-Bild von einem Embryo. Die hat genau dieses Gesicht. Ich guck mal eben, weißt du, wie sie heißt? Nee, habe ich vergessen. Es ist okay. Ist eine okaye Serie. Oh, ich weiß, was er meint. Läuft auf HBO dann wieder? Ja. Yeah. Okay. Und ich habe natürlich HBO. Ja. Ich weiß, was du meinst. HBO. Ich würde eher sagen, das Gesicht hat für mich etwas leicht Androgynes. Das kommt immer ein bisschen auf die Kameraeinstellung an. Ja. Weil die hat ein extremes Kinn. Ja. So, und das Lustige ist, da spielt ja auch der Typ mit, der Doctor Who gespielt hat. Ich habe gerade seinen Namen vergessen, Matt Walsh oder so. Und der hat auch ein weirdes Gesicht. Also die haben eine Menge Schauspieler ausgesucht, die sehr, sehr weirde Gesichter haben. Aber kannte man die vorher? Ist die Geschichte spannend, weil ist ja irgendwie klar, was da passiert, also wo da was passieren wird. Also, nee, weil das ist ein Prequel, der 170 Jahre vor Game of Thrones spielt. Das heißt, dazwischen ist noch eine Zeit, die nicht abgedeckt ist. Ja. Das heißt, du weißt schon, es ist nicht die Geschichte, wie House Targaryen die den Thron verloren hat mit Jaime Lannister und so, was ja dann in Game of Thrones aufgerollt wird, sondern
Es ist noch davor, es ist eine Generation noch davor. Wo die noch gar nicht auf dem Festland waren, sondern noch auf woanders? Nee, nee, nee. Ah, da sind die schon Könige also, und alles und da geht es mehr darum, so Infighting zwischen denen. Und sieht man dann da auch so ältere Starks und so, also die Familienmitglieder ja, der Älteren die quasi? Gelegentlich kommen dann so Leute so Cameo-mäßig ja. vor, aber das sind auch also alles Leute, nur, von denen man noch nie gehört aber hat. Aber es ist dann hauptsächlich diese Targaryens. Total, ja. Ist es auch wieder so hochsexualisiert und hochgewalttätig? Gewalttätig ja, Sex kam eigentlich fast noch gar nicht vor. Okay. Mehr, ich glaube, da haben sie gelernt, weil sie haben wahnsinnig viel Kritik bekommen letztes Mal. Ja. Das ist so, oh, ihr glorifiziert Rape und so weiter. Und dann dieses Mal. Das wollte man sich nicht mehr ins Haus genau. holen. Genau. Und dann hat man dieses Mal. Es ist immer noch okay, Menschen absolut brutal abzuschlachten. Ja, ja, der anfangs Bad Guy, der so ein Neben-Bad Guy ist, bindet Leute an Pfähle an und lässt sie dann von Krabben am lebendigem Leib fressen. Und das sieht man auch volle Kanne. Das ist alles cool. Das ja. heißt, da muss sich keiner drüber aufregen. Aber wenn dann einmal Liebe gemacht wird vor ja. der Kamera. Ja. Prüdes Amerika. kennt man die Schauspieler? Also, weil ich kenne die Schauspielerin. Die älteren Leute kennt man, die jungen Leute kennt man, glaube ich, alle. Weil ich meine, die ist und ja schon ganz schön am Headline gerade. Ich dachte, da hätte man vielleicht vorher schon und, mal was gesehen. Ich habe Herr der Ringe. Millie also Alcock, ich habe allgemein Herr der Ringe nicht wirklich geschaut. Das ist ja immer wieder, kriege ich Trash dafür. Ja. Aber ich habe es ja versucht, immer wieder gut zusammenzufassen. Also, ich weiß schon ungefähr, worum es geht. Erzähl mal, worum geht die neue Herr der Ringe? Ey, das weiß ich wirklich absolut gar nicht. Deswegen wollte ich fragen. Ich weiß, dass die. Schieß ins Blaue, du kannst nicht so falsch liegen. Ich glaube, es geht um die anderen Ringe. Also ich glaube, es sind ja viele Ringe gemacht worden. Das wäre ein guter Guess gewesen. Also, weil ja. da gibt es ja den Ring der Macht, aber die anderen die Ringe müssen ja auch was können. Doch, Nasenring. Nasenring, Septum. Die Ringe, es gibt Septum. Intimringe. Intimpiercing. Weißt du? Und je nachdem, wer das Intimpiercing die ja. hat, der aber hat ja recht, es gab ja andere Ringe. Ja, es genau. gab weiß, ja drei für die ja. Elfen und man zwei denkt, für die Sauron Elche. Sauron ist der böse Bösewicht, aber das ist er gar nicht. Es gab noch krassere vor Sauron. Sauron war, glaube ich, nur so ein Söldner oder so. Ist oder das wirklich so? Also, das kenne ich mich nicht gut. Ja, in der Serie geht es darum, dass der Chef von Sauron, der ursprüngliche Chef ja. von Sauron ist Morgoth und Morgoth war der Sauron, bevor Sauron war. Ja. Und Sauron das ist der Area Manager. Ja. Das ist der Area Manager von Sauron. Nee, Sauron war Assistant to the Regional Manager. Ein kleiner Office-Joke für euch zu Hause. Und Sauron war so, komm, man kriegt ja nicht die Gehaltserhöhung. Im Endeffekt kann man wirklich das auf solche Dynamiken ja. runterbrechen. Er war ja. dann unzufrieden, war so, ja gut, starte ich mein eigenes Franchise. Christoph Maria Herbst spielt ihn. Nee, also ich habe nur gesehen, ach, dass die meinten so, warum müssen Elfen schwarz sein? Ich war so, gibt es nicht, also ist ja, das wirklich, war auch wieder so ein Ding von wegen, ist das wirklich, unser Problem? Ist das unser Problem? Also, ist die lustigste Beschwerde aller ja. Zeiten. Es ja. ist einfach wirklich, funny, Leute zu sehen, die sich damit ja. so krass beschäftigen. Ja. Weil ich meine, wir haben kurz mal drüber geredet in der Folge. Spider-Man, gar kein Problem, keiner hat gemeckert. War ein cooler. Doch, nee. Echt? Oh, Gott, wirklich? Der Grund, hab ich nicht so der Grund, warum Spider-Man mit relativ wenig Widerstand, dass es ja. einen schwarzen Spider-Man geben konnte, warum das überhaupt ja. ging, war, weil sie mit diesen Paralleluniversen angefangen haben. Mhm. Wenn die gesagt hätten, der okay. normale Spider-Man, ja. den ihr alle liebt, der Peter ja. Parker, ja. ist ja nicht Miles Morales ja. ist ja eine separate Person tatsächlich. Ja. Wenn die das gesagt hätten, und das haben die ja auch mal am Anfang so ein bisschen angedeutet, dass ja. sie das vielleicht mal machen würden und so, oh Gott, sind die Nerds auf die Barrikaden krass. Gegangen. Aber will sie, interessant, oh. dass Nerds, gerade Nerds dann so eigentlich die dann so offen finde sein sollten. Finde ich gar nicht so verwunderlich. Es ist nicht überraschend. Nee, also ich kenne das aus meiner ehemaligen Gaming-Erfahrung auch noch, dass da immer mal wieder... Es sind ja. vor allem diese Gamer-Typen. Ja. Dass man sich so manchmal denkt, ah, der ist ja total nett und dann ja. ist man so das dritte Mal ja. zusammen im Skype und ist so, bitte was? Ja. Also das ist ja, wirklich ja. so, was hast du gerade gesagt? Ja. Aber ist die Serie dann hast schön? Du gerade das Gummibärenlied gesungen, aber das Wort Gummibären durch das N-Wort ersetzt? Ja. Das ist ja total kultig. Ja. Also, was glaube ich, Herr der Ringe immer schön gemacht hat, war ja immer die Landschaft. Es gibt ja einen Grund, warum Leute nach Neuseeland fahren, um da durch diese Prärie da, also durch diese Felder. Tschechien übrigens ist ja auch teilweise Witcher. Ach, geil. Und das hat man auch gesehen. Ja? Oh. Ja. Ja, Alter, da kam... Da kamen so Tiere aus dem Wald, das dachte mir so, das kann nicht sein. Ja, also, ja, das war verrückt. Dafür bin ich noch nicht Level und hohes Level. Das sollte hier nicht passieren. Da ist so ein Totenkopf über den Bären. Ich habe die ganze Zeit versucht, mit Feuer aus meiner Hand zu schießen. Igni. Lol, was ich sagen wollte... Ja, aber ganz kurz, also, wie ist denn die Serie? Genau, sieht Herr der Ringe schön aus. Ist ja, ja, total. Ja? Wunderschön. Und es spielt ein Charakter mit, der aussieht wie Henning Wechsler. Und es bringt mich jedes Mal zum Lachen. Er sieht wirklich ein bisschen aus wie ja. Henning Wechsler. Einer der Menschen, die da mitspielen. Ja. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, der schwarze Elf, der Prädominante, der hauptsächlich vorkommt, ich habe gerade seinen Namen vergessen, ist einfach so ein ganz cooler Main-Character eigentlich.
eigentlich wieder einer von den Main Characters. Ja. Und bei den Halblingen gibt es ja dann auch, Lenny Henry spielt da mit, der übrigens ein Stand-Up-Comedian ist aus England, ein Alter. Mhm. Ja, geil. Und spielt den Anführer der Halblinge da. Mhm. Und es gibt so eine Millisekunde, das verstehe ich so ein bisschen, dass wenn man so an Herr der Ringe gewöhnt ist und man sieht das dann, dass man so eine Millisekunde so stockt und denkt, so irgendwas ist anders. Hm? Aber dann denkt man, es geht nahtlos über, es macht eigentlich gar keinen Unterschied. Ja. Und ich verstehe halt auch nicht, warum Leute sich daran so krass aufhängen dann an dem Punkt. Also es sind sowieso Elfen und Drachen und weiß ich nicht, ja, was alles unterwegs. Und dann irgendwie so, ja, aber ich verstehe nicht. Komisch, dass in der Fantasy-Serie genau, ja, da, also es gibt so viele krasse Kreaturen, aber genau das. Also bei einem Uruk-Hai hätten die nicht gemeckert. Ich sag dir, wäre es ein Uruk-Hai in einer anderen Hautfarbe. Sehr, sehr guter Punkt. Ich möchte kurz die Uruk-Hais in Schutz nehmen. Ja. Hast du locker einen Punkt? 100%. Ja. 100%. Warum weiß ich das? Ich habe in der Ringe nicht geguckt, warum weiß ich, was ein Uruk-Hai ist? Aber jetzt mal ehrlich, ist die Serie gut, ist die Serie mittel? Die ist okay. Ja. Also man kann die gucken und wenn man die angefangen hat zu gucken, dann will man auch so ein bisschen weiter gucken, was so passiert. Ja. Mir geht es so ein bisschen auf die Eier, es gibt ja jetzt so einen Trend, dass, also ich glaube, Game of Thrones war auch ein bisschen Vorreiter dafür, dass man so, ich sag mal, weibliche Hauptcharaktere macht, die auch so Action machen, richtig? Mhm. Ne? Also sie ist nicht mehr nur die Prinzessin, sondern die sind auch volle Kanne mit allem mit dabei. Oder die neuen Star Wars Teile, die auch ein sehr gutes Beispiel sind. Und es ist völlig fein, aber was mir dabei immer auffällt ist, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wird das immer noch von Männern geschrieben, weil das Weirde ist, es fühlt sich oft so an, als wären die Männer jetzt alle drumherum viel vernünftiger und diplomatischer als die weiblichen Charaktere. Also es ist dann immer so, die Frau kommt dann so, Galadriel kommt dann so rein, ist so, ich werde mir hier von niemandem was sagen lassen, nicht so richtig. Ja. Also die redet natürlich nicht so, aber die kommt mit so einer Prollenergie da rein, mit so einer, ich gehe hier mit dem Kopf durch die Wand, keiner sagt mir irgendwas, ich mache hier alle fertig, wenn ich mit euch fertig bin, dann gibt es hier kein Land mehr. Ich bin hier, und dann eine Powerfrau. Ja, aber das ist, ich finde das missverstanden. Und die Männer sind so, nicht in dem Ton. Ja. Und die Männer, wirklich, und die Männer um sie herum, ne, sind alle so, hey, lass doch mit denen normal reden. Das sind normale Leute. Ja. So, also wir können auch verhandeln. Und die haben auch recht. Ja, ja. Die haben auch recht. Und du denkst immer so, das ist toxisch, was du gerade machst. Es ist wirklich so. Das ist funny. Und es hat sich so, und ich denke die ganze Zeit so, wenn wir weibliche Hauptcharaktere schreiben, warum schreiben wir die dann genauso wie so Action, so Arnold Schwarzenegger Charaktere aus den 80ern? Ja. Die verhalten sich wirklich so. Also die reden natürlich nicht exakt so, aber das ist so dieses, wenn man sich anguckt. Die hat eine österreichische Akzent. Hey, fuck you, I will fuck all you. You can do nothing. Nothing. Ah, with your 48% body fat. Look at you, you fat fuck. I will come and fuck you. Das ist Galadriel. Oh, das ist so gut. Bei so Game of Thrones auch. Oh. Ich meine, die Haupt-Targaryen-Tante, die wir gerade angeguckt haben, ne, die ist auch... Ja. Weißt du, die ganze Zeit wird in der Übrigens Serie... Übrigens hat die einen Namen, die heißt Millie Alcock. Ja, ich will den immer nicht sagen. Ah, weil Cock drin vorkommt? Alcock, ja. Stimmt. Ich war so nett, Alcock zu sagen, aber es ist wirklich Millie Alcock. Alcock. Ah, das ist ja großartig. Alcock, no quit. Wow, wird die Jokes bekommen haben. Ja, ja, ja. Sie ist auch noch super jung für so eine Rolle. Aber die, also in der Serie wird die ganze Zeit erklärt, ne, dass sie so von Kindesbeinen an trainiert wird für ihre Rolle als Königin und dass sie weiß, was ihre Pflichten sind und all so. Da geht es die ganze Zeit am Anfang drum, ne? Mhm. Und dann fängt sie an rumzubitchen, weil sie jemanden heiraten soll. Und du denkst dir so, das ist aber voll dein Gig, du musst doch. Ja, ja, und dein Vater hat es auch gemacht. Ja. Und alle davor auch. Und du, darüber reden wir seit Folge 1. Und warum bist du jetzt überrascht? Und dann ist sie so ein richtiger Teenager. Also so wie heute ein Teenager. Ja. So oder so, diese, ja, mag ich aber nicht. Und dann reite ich jetzt alleine weg, ganz schnell. Genau, wirklich. Reitet so emo-mäßig davon. Und einer ihrer Kingsguard muss sie so hinterher. Und der ist natürlich voll cool und die ist ein bisschen verliebt. Ne? Also das klingt ein bisschen cheesy von der Plotline. Das ist mega daneben. So Baden, I wish nothing but the best. For you. Hey, Faruk. Bitte, einer von euch, ich habe keine Zeit dafür, nehmt diese Szene, wo sie so wütend wegreitet und legt da Adele drunter. Macht ein bisschen Slow-Mo rein gelegentlich. Es ist wirklich crazy. Also ich weiß immer nicht, ist das eine Verbesserung? Kann die das carryen? Das ist ja ein ziemlich großer Gig. Weißt du, wo ich mir das auch... Ich bin ja noch sehr jung für so eine krasse... So jung, die ist gerade... 22. Die ist gestern geboren worden. Guck ihr Gesicht an. Ja, die ist gestern... Das ist verrückt. Nee, das ist ihr Bild, was noch gezeigt wird. Ist in irgendeiner Szene fällt ihre Nabelschnur ab. Aber so sieht die wirklich aus. Die sieht vielleicht super jung es, aus. Vielleicht ist es auch, weil ich mittlerweile alt bin. Also aber die sieht auch, die hat auch ein sehr junges Gesicht. Gibt es nicht so Schauspieler, die so Mitte 30 sind, wo du denkst,
Hä, was? Ja, ja. Du bist, ich dachte, du ja. bist 19. Ja. Also, ja. da gibt es ein paar Hollywood-Schauspieler, die ja, ganz die viele. Ich habe jetzt kein Beispiel, aber ich. Ja, ja. Ganz viele so Highschool-Serien und so, da sind ja Leute dann. Also, das ja. Lustigste war Dawson's Creek, weil bei Dawson's Creek, die Serie ging so lang. Ja. Und die waren immer noch alle irgendwie an der Highschool ja. und dann irgendwie, ich glaube, am ja. College, ja. aber waren schon in ihren 30ern. Ja. Und dann war es aber so, ja, James Van Der Beek, der Hauptdarsteller, muss sich irgendwie dreimal am Tag rasieren, ja. damit er jung genug aussieht. Nein, langsam so Ohrenhaut muss schlimm. Dreimal Tag rasieren ist furchtbar. Oh, kann man über Ohrenhaare reden? Weil ich habe langsam welche. Ja. Ich muss die immer wegmachen. Ich bin ja. noch nicht und, da, glaube ich. Und es nervt. Also drinnen, ja? Nee, an der hier so Seite. Außen? Nee, aber wo? Du zeigst ja, das Ohr, was wir nicht sehen. Hier? Ja. Oder hier oben manchmal auch. Interessant, nee, da bin ich noch nicht. Und das finde ich ein bisschen lustig, weil es ist wie so ein Lux. Ja. Aber, ja. Siehst du dich da auch? Ja. Als Lux? Ja, Lux. Ja. Ja, Lux. Nee, also ich muss gestehen, also bei Ohrenhaaren bin ich noch nicht. Das ich fange gerade so bei Nasenhaaren an. Bei ja. mir fangen sie ja jetzt langsam nee, an. Nee, also ich in eurem Alter, weil ich auch keine Ohren habe. Bin noch nicht so. Mir fällt nur auf, dass ich immer grauer werde. Du bist auch ein haariger Typ, oder? Ich bin ein relativ haariger Typ, ja. ja. Mhm. Aber gerade ist eher grau werden so das Ding. Also das grau werden, das zieht gerade richtig an. Die coolen Leute werden grau. Ja, ich hoffe es ehrlich gesagt. Also ich habe es an den Seiten nicht so. Du bist so dann auch richtig schön Salz und Pfeffer, ne? Ich bin richtig Salz und Pfeffer, ja. ja. Also die Haarfarbe für Pfeffer hast du schon. Ja. Jetzt kommt der Salz. Also wie gesagt, ich glaube, ich werde so 6-7 Monate haben, wo ich smoking hot bin. Also so wirklich, wo aus einer gut gemeinten 6 ja. eine engagierte 9,5 wird. Und das wird dann wieder ganz schnell kippen, wenn ich dann zu grau bin. Ich glaube, je nachdem, wie viel Wasser du trinkst, mein Lieber. Also ja. Gut, wir sind momentan bei 200 Milliliter am Tag. Ja. Also, und das ist dein Tag. Exakt, so mehr wird es nicht mehr. Aber du brauchst dann auch so ein Goatee, finde ich. Nee, ich kann kein Goatee rocken. Doch. Nee, Jonas. Weil es sieht so cool aus, wenn da auch ein bisschen grau drin ist, weißt du, hier so unten oder so. Das sieht richtig cool aus. Ja. Bei dir wird das richtig gut aussehen. Nee, du machst das gar nur, damit ich scheiße aussehe. Nein, ich schwöre dir, das wird gut. Du wirst so ich glaube, ich kann kein Goatee komplett wachsen lassen. Du hast ja auch so, weißt du, hast so ein bisschen die Energie, du kannst dann auch so ein bisschen, du bist dann so ein bisschen sarkastischer, mehr so wie Robert Downey Jr., du bist dann mehr so Iron Man, ja. weißt du? Du bist dann der Iron Man-Typ. Mhm. Ivan ist Captain America und... Ja, Ivan kriegt wieder Captain America. Hä, ich wäre so viel lieber Iron Man. Ja, ist ja auch Captain Ukraine. Aber also, Captain Ukraine. Nicht ganz so gut. Doch, Slava Ukraine. Ja, ja, okay. nee, aber du hättest dann einfach diesen... Ich kann mir mich nicht mit einem Goatee vorstellen. Guck dir einfach, orientier dich einfach an Robert Downey Jr. Ich glaube, du kannst es. Also ich glaube... Wenn du ein bisschen älter wirst, dann wird dein Gesicht auch ein bisschen schmaler noch und so ein bisschen... Ist das so? Ich glaube, ja. Glaubst du, es wird einfallen? Ja. Ich könnte eher so ein bisschen puffy werden, oder? Ja, also meinst du Pidilli oder meinst du einfach ein bisschen dicker? Weil ich kann mir vorstellen, dass du ankommst und du bist so can't stop, won't stop. Du gehst auf die Bühne, ja. Can't stop, won't stop. Bad boy, come out and play. Can't stop, won't stop. Was macht Didi eigentlich? Der hat jetzt einen Sohn. Gut frühstücken. Also er hat... der bruncht. Der ist dann so und hat da so... Ex-Benedict und ist so... can't stop, won't stop. P. Diddy macht crazy shit. Der ja? geht jetzt in so, der hat jetzt die, also es mehrt sich ja in der Black Community, in der Hip Hop Community so ein bisschen in New York vor allen Dingen, das und nicht New York, aber ganz generell so ein bisschen die Angst. Weiß nicht, ob es das richtige Wort ist. Sagen wir mal, das Gerücht, P. Diddy könnte ein bisschen schwul sein. Und das ist natürlich in Hip Hop Kreisen in Amerika aus der Generation. Ja. Ich sag mal, lose nicht akzeptabel. Ja. Und das verstärkt sich dadurch, dass er immer wieder bei irgendwelchen, war bei Drink Champs von Noriega, was so ein Podcast ist wie unserer, nur dass sie die ganze Zeit saufen und alle high sind. Nice. Und er macht halt sehr vielen Männern, die da im Raum sind, weil die haben ja immer eine riesen Crew da und so, macht er sehr viele Komplimente. Die, ja, aber das ist die, ja vielleicht... Die so ein bisschen, nee, aber es ist dann auch schon, look at him, he's a very beautiful man und so. Und es ist ja. ein bisschen so, und es ist so in Hip-Hop-Kreisen. Ja, aber vielleicht ist P. Diddy einfach so im Reinen mit ja. sich, dass er sich wirklich denkt, Freunde, ich habe jede Frau auf dem Planeten gefickt. Ich habe alle gefickt, alle. Ich bin fertig mit Ficken. Ich gebe jetzt ein Kompliment und ich bin scheiße reich dabei. Ja. Und kriege vielleicht noch ein Egg Benedict. Er bietet halt auch, hat auch immer wieder jungen Rappern angeboten, dass er mit ihnen einkaufen gehen kann. Und jetzt muss ich das ganz kurz erklären. In der Community ist es so, das macht man mit Frauen. Also das ist so ein Ding von so, hey Baby, ich habe Geld ja. und so, komm, wir gehen schön shoppen. Ja. Ne? Und er hat das unter anderem mit 50 Cent probiert, als der angefangen hat. Mhm. Und der war so, what the... 50 ist ja sehr funny. Also wenn man 50 sieht... Der ist ja auch, der ist voll der Strahlemax, ne? Also ja. der lächelt voll riesengroß ja. und ist richtig funny und so. Und ja. er erzählt so diese Story und er meinte dann so, yeah, and I told him, what the fuck are you talking about? Und dann hat er dieses Gesicht, wo du sagst, oh fuck. Ja, 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 jetzt will ich keinen Beef mit dem Bruder. Ja. aber ja, das ist wohl ein Riesending. Und sein Sohn geht jetzt gerade steil. Okay. King Combs. Okay.
Der macht jetzt gerade richtig, der hat jetzt richtig viele Features und so weiter. Er würde natürlich helfen, wenn Didi dein Vater ist, ne? Bisschen. Der wird wahrscheinlich auch mal, der wird noch aber mal Telefon ganz ehrlich, haben. Weißt du, der Sohn von Dieter Hallervorden versucht auch Karriere zu machen als Comedian und eine One-Man-Show und so. Ja, die Plakate hängen bei mir in der S-Bahn. Wirklich? Ja. Wie alt ist denn der Sohn von Dieter Hallervorden? Ich glaube in meinem Alter vermutlich. Und, wie alt ist Dieter Hallervorden? 109? Also nicht, 111? Nicht jeder Sohn von einem Diddy hat automatisch eine erfolgreiche Karriere. Ja, hat nicht der Sohn von Richard Pryor auch irgendwie Stand-Up gemacht? Die Tochter. Tochter, ja. Die Tochter, ja. Mhm. Krass. Wie wir beide danach still waren. Hm. Ja. Aus Respekt. Ja. Aus Respekt. Karlens Tochter auch, oder? Nee, die hat nur Bücher gemacht und so weiter über Karlen. Das weiß ich nicht. Ich muss jetzt mal ganz kurz, Dieter, was glaubt ihr, wie alt Dieter Hallervorden ist? Jetzt mal ehrlich. 97. Hast du ein Gefühl? Ich hab gar kein Bild von meinen Augen. Muss ich Palüm, Palüm. Nee. Eine Flasche Pommes, eine bitte. Eine Flasche Pommes, bitte. Ich sag gerade, aber da. Stimmt, wenn man das ohne Kontext sagt, das ist eher sag mal, ja. Kein Wunder, wer in diesem Land Headline will, dass die Humorfarbe ist. Ich hab gerade so eine Mischung aus Helge Schneider und Kurt Krömer vor mir. Das ist nicht falsch. Das ist ehrlich gesagt nicht das so. Das ist nicht falsch. Wenn wir das in der KI geben würden, die so Bilder zusammenfügt. Ist die da davon? Doch, den kenne ich. Das ist doch dem, ist doch der, der. Der gehört Stadtschlosstheater oder sowas. Genau. Der sieht immer für mich super sympathisch aus. Der sieht aus wie ein Opi, der richtig coole Geschichten hat. Ist er auch, aber dann. Frag ihn mal zum Gendern. Ja. Gehen kein, da bin ich wütend. Gehen kein Boomer-Territorium. Ja, exakt. Wie gesagt, was würdest du sagen, wie alt ist Dieter Hallervorden? Ich habe es gerade geguckt. Willst du es nochmal korrigieren? 97 habe ich gesagt. Oder 96? Nein, 70. Nein, sorry, 78. 78, 70? Er ist 87. Der ist richtig alt. Hat er doch gesagt. Ja. Er hat nicht gesagt, 78 hat er gesagt. Doch, habe ich doch gesagt. Hallo, ihr gaslightet mich. Das kenne ich, da bin ich sicher. Ich habe neulich einen Ausschnitt gesehen. Ist das ein gutes Alter? Ist das ein gutes Alter? 87? Für was? Für alles? Also für so, what do you mean? Um so noch Dinge zu machen? Also nee, ich glaube, mit 87 musst du Dinge tun, weil wenn du aufhörst, Dinge zu tun, tot. Der ja. Körper, krass. Ja. Das ist ja voll Stand-Up, voll gut. Das heißt, wir werden ja richtig alt. Ja. Na, oder richtig gar nicht alt. Ja, ja. Also ich glaube, Comedians ja. können werden so 57 nee, aber oder Generation, 103. Ich weiß nicht. Diese Generation ist nicht mehr wie die alte Generation. Die haben sich ja früher mit Koks und so abgeschossen. Das aber glaubst du, dass das der Didi doch nicht? Du glaubst, Palüm, Palüm. Mein Didi. Ich sag dir jetzt mal eine Sache. Didi. Der, okay, jetzt ist gefährlich, weil man kann verklagen. Aber ich kann mir vorstellen, ja. in meiner kreativen Leistung, dass es eine Situation gab, wo ein Mann in Berlin vor ungefähr, sag mal 40 Jahren, an einem Tisch saß mit einem Spiegel vor sich und so ein paar Lines und der war immer Palüm, Palüm. Palüm, Palüm. Ja, also mit ein paar Lines meint er übrigens, da stand Palüm, Palüm. Ja, da stand Palüm, 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 Palüm. Und er hat einfach inhaliert, um ja, seine Stimme genau. in Ordnung zu bringen. Ja. Warum war das damals so? Er war in den 80ern ja. Fame, du. Ja, du hast ja. recht. Warum? Du hast recht, der wird ja. noch ein bisschen gelebt haben. Ja. Außerdem heißt sein Sohn Dieter Hallervorden Junior. Heißt er? Ja. Und das ist jetzt kein, dachte, das ist kein, also, ne? Ja. Also, ne? Das können also, Haupt, also, diesen Move können nur schwarze Athleten in den USA bringen. Jemand, und er ist als kein schwarzer Running Back. Ja. Er ist Dieter Hallervorden. Dieter Junior, würde man sagen, ne? Aber hat hast früher noch gemacht. Aber ganz kurz, wie aber hieß denn jetzt du nicht der Sohn? Willst du nicht einen Falk Pürcek Junior haben? Nee, gar nicht. Hä? Moment, ich dachte, du hast gerade gesagt, er heißt Dieter Hallervorden. Nee, der hat 1000 Kinder. Der gepoppt hat, der ist Bruder. Das ist Johannes. Ist wirklich Johannes? Ja, ich habe gerade den Namen gesehen. Ich glaube, es ist Johannes. Kommt der aus? Johannes, aber sehr wo jung. Wo kommt Dieter her? Wie alt ist denn Johannes? 30? 24! Nein! Wow. Der hat mit 63 noch die Knicki-Knacki? Ja. Das kann man schon schaffen, oder? Na, das aber schon. Da habe ich ja mehr Respekt als vor jedem seiner Jokes. Danach braucht er wahrscheinlich eine neue Hüfte, aber. Aber du kannst sagen, dass Dieter Hallervorden war schon zu seiner Zeit sehr funny. War so, ja. Ich weiß nicht, wie er jetzt ist, habe ihn lange nicht gesehen, will gar nicht bewerten. Er hat mit 63 noch. Das ist ja wahnsinnig. Weil er lustig ist. Ja, ne? Und da gibt es dann auch mal eine Frau, die sagt, ah, das ist so ja, lustig. Ja, mega nice. Komm, mach ein Kind. Mhm. Oh. Ab in Grunewald. Oh, das könnte auch helfen, ab in Grunewald. Könnte auch helfen, dass er Millionär ist. Ab in Grunewald. Lass uns im Grunewald Liebe machen. Ja, aber ich meine, er hat ja, also er lebt ja immer noch und sein Sohn hat jetzt, also das wäre die Angst wäre ja, dass du in dem Alter ein Kind zeugst und dann stirbst du, wenn es 15 ist oder sowas. Ja, das hast du recht. Didi hat einen guten Run. Wo ist denn Dieter geboren? Der wirkt für mich wie so eine norddeutsche Maus. Ich glaube in Freiburg. Völlig falsch? Richtiger Berliner. Richtiger Berliner? Ich glaube, es ist ein richtiger Berliner. Dessau. Also, wo ist denn Dessau nochmal? Ich weiß es auch nicht. Ich dachte, du würdest wissen, wo Dessau ist. Oder ist es im Westen? Dessau klingt für mich nach Osten. Dessau klingt für mich auch nach Osten. Ich soll es eigentlich auch wissen, Sachsen-Anhalt, ja. Ja.
krass. Der ist ein Sachse. Ja. Aber der hat ja im Osten nicht genug gefeiert. Nee, aber der hat ja auch in Berlin, der hat ja immer Berlinert. Ja, habe ich auch das Gefühl. Gut, aber ich Berliner inzwischen auch so ein bisschen, aber ich bin auch seit 11 Jahren hier. Ja, aber du bist aus Brandenburg. Das stimmt, die Dialekte sind sehr nah beieinander. Sind sehr nah beieinander. Ja, das stimmt. Ja. Eigentlich ist das das OG-Berlinern, glaube ich. Nee. Brandenburgerisch ist nochmal anders. Nee, ein bisschen, ja. Ich dachte, ja. Ivi, du hast so einen super vollen Zettel. Ach, ich hab wir haben uns hier schon richtig festgequatscht. Aber wir haben noch ein bisschen. Aber, ein paar Minütchen können wir noch also, machen. Also nochmal ganz kurz zum Urlaub. Hat es gut getan? Also war das... Es war ein bisschen weird, weil es war ja zu kurz. Also ich bin da hingekommen. Ja, erstmal ungefähr 5,5 Stunden Fahrt mit dem Auto durch Gebirge. Oh, ich bin richtig, ich hab mein Fahrgame aufgelevelt. Ja. Das oh, das glaube ich. Das Experience glaub ich. Points in Fahren. Alter Schwede. Also in Tschechien ist auch ganz oft so, ja, wir machen jetzt hier mal eine harte Kurve, aber wir sagen dir nichts. weil warum? Also, ja, das kann ich mir vorstellen. Und vorher durchs Erzgebirge. Übrigens, Erzgebirge, sehr, sehr schön. Wunderschön. Ja. Mhm. Wunderschön. Aber können wir über die Leute reden? Ja. Können wir gerne machen. Mein Großvater kommt aus dem Erzgebirge, aus Olbernhau. Ich vermute jetzt, das nächste, was ich sagen werde, wird dein Großvater nicht betreffen. Mhm. Wir sind am Sonntag losgefahren, das heißt, wir sind am Sonntag durchs Erzgebirge gefahren. Mhm. Und meine Fresse, lieben die Leute im Erzgebirge Quartz. Was ist Quartz? Was ist? Ach so, Quartz. Ja. Also hier vierrädrigere Motorräder mit 4 Rädern. Jetskis auf Erde. Genau, Jetskis auf Boden. Alter, Jetskis auf Boden ist perfekt. Wir haben da einmal, weil wir uns ein bisschen verfahren hatten für eine kurze Sekunde, haben wir an einer Tankstelle angehalten, wo auch ein Burger King war. Oh no, ich sag nur Rough Riders, we're in here, Rough Riders. Und dann kamen die alle an. Hatten die auch so ein bisschen irgendwo neongrün in dem Quad? Oh das ja. War immer, die sind na, so sicher. Schon, da die war schon nichts gepimpt, anderes ne? Als neongrün. Es war so viel neongrün, du hast den Wald vor lauter neongrün nicht gesehen. Also es war crazy. Glaubst du, das kriegt man zum Parteibuch der AfD direkt dazu? Ja. So ein Quad? Ja. Glaube ich nämlich schon. Ich glaube, da gibt es Schnittmengen. Oder andersrum, du kaufst einen Quad und kriegst ein Parteibuch der AfD. Eins von beidem. Aber ich glaube, das korreliert schon arg mit. Ja, die sahen auch wirklich so aus. Das war furchtbar. Ja, die haben auch Wahnsinn. Also, jetzt im All Jokes, das ist eine Ecke, das ist insane, wie hoch da die AfD. Aber vielleicht kann man da gut die Kartenkurve mit einem Quad nehmen. Vielleicht haben sie sich auch nur angepasst. So ein Quad ist ja auch mobil, ne? Also, ich kann dir eine Sache sagen. Wir waren da, das war so eine harte Kurve, wo wir reingefahren sind zu der Tankstelle. Ja. Und das Quad, was uns da entgegenkam, ist fast aus der Kurve geflogen in dem Versuch. Ah, und der, sagen, und der Motorrad stand, ist doch er besser. Stand auch drauf. Motorrad ist doch besser dafür. Ja, objektiv. Motorräder haben wir auch viele gesehen. Hm. Und da waren auch echt viele, wo ich so dachte, nee, aber hier ist das Ding, in Erzgebirge sind echt viele Kurven und krasse so Steigungen und so. Ja. Und da Motorrad zu fahren, muss die Hölle sein. Ja. Ja. Das ist so gefährlich. Ja. Also das muss ja wirklich auch kein, Motorräder sind meiner Meinung nach geil, wenn du so in Kalifornien bist und du hast so einen Highway, der so, oder so durch die Route 66 durch Amerika durch. Ja. Irgendwie sowas, ja. Aber nicht fucking Serpentinen im Erzgebirge. Wo man aber so, wieder. Aber vielleicht ist denen ihr eigenes Leben auch einfach legit nichts mehr wert. Nee. Also dann kannst du ja auch raten. Ich weiß gar nicht, wann das sich so etabliert hat. Welcher Film hat denn Quad so groß gemacht? Wo kommt denn dieser Drang her, Quad also zu fahren? Also ich würde gerne ich glaube, das wie Jetskis. Das ist einfach so ein Idiotenmagnet. Also es ist so, kann sein, es gibt so bestimmte Dinge im Leben, wenn ein Idiot die sieht, dann sagt er das. Ja. Ich weiß nicht, was das heißt oder wie das heißt, aber das. Ich würde mich nicht wundern, wenn einer von den Robotern von Transformers ein Quad ist. Ja. Also ja. Weißt du, dass das irgendwie daherkommt. Ja, kann sein. Das ist für mich zumindest so eine sehr ähnliche Energie. Meint ihr, die Leute, die Quad fahren im Erzgebirge, haben alle Fast and Furious Titel zu Hause oder nur die ersten, ich sag mal, 3? Die sie nicht in einem DVD-Regal haben, haben Salz dazu. Ja. Das ist mein Guess. Ja. Dann fangen sie immer an zu weinen, wenn Vin Diesel sagt, it's about family. Ja. Oder wie sie es, es geht um Familie. Ja. Und die so, oh, mein Vater hat mich nie geliebt. Schnell, ich muss Quad fahren, damit keiner meine Tränen sieht. Ja. Ich bin wie so ein Schlager. Jetzt siehst du den Helm auf. Wenn man den Quad sieht, niemand dann irgendwann. Ja. Ab und zu aufmachen. So, ja, geil. Oh. Ich finde es auch mega funny, wenn ich hier mal einen Quad in Berlin fahren sehe, weil das ist absolut sinnlos. Aber das sieht man so selten. Ja, genau. Aber so selten. Aber die ist dann schon irgendwie dann doch beeindruckend. Ach, weiß wirklich, tut's was ich glaube, der E-Roller ist das Quad des Berlins. Ja. Oh, schön. Das ist so, das ist eine gute Analogie. Die haben das so abgefangen. Das ist also, hier ist was, was so ein Idiotenmagnet ist. Wir stellen es überall in der Stadt hin. Übrigens, habt ihr gehört, es gibt jetzt richtig, soll es richtig krasse Guidelines geben, was, wie die aufzustellen sind und so. Und wenn es nicht eingehalten wird, gibt es Strafe und so. Ja, wird ehrlich gesagt auch mal Zeit. Ja. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Vor meiner Haustür 3. Ja. Aber so. Ja. Und ich weiß nicht, ich komme nicht in mein Haus. Wie die Leute das benutzen, ist halt wirklich so, die fahren da einfach direkt bis zur Tür.
Yeah. Springen förmlich ab, lassen das Ding hinfallen und gehen. So, so gut. Es ist wirklich so ein Level von, ja. Nach mir die Sinnflut. Ja, mein Leben und ich bin alleine. Also wenn es irgendwann so eine KI gibt, die so eigenständiges Denken schafft, ich glaube, die E-Roller werden richtig wütend auf uns sein. Also wenn die dann irgendwie eigenständig denken können, ich glaube, die werden... Ich bin der Einzige, der sicher ist. Ja. Ich bin der Einzige, der sicher ist. Ja. Ich bin einmal gefahren, ich bin sehr liebevoll gefahren. Ich habe die nie umgetreten, ich habe nie irgendwas gegen den E-Roller gemacht. Ich bin nur einmal gefahren, als wir das hier vor deiner Wohnung, und da war ich so glücklich. Also da habe ich dem E-Roller ja viel... Ich habe schon mal erzählt, dass ich mit dem Gedanken gespielt habe, mir einen zu kaufen. Ja, also du könntest... das ist die effizienteste Art von der anderen. Das ist halt eine gute Strecke zu dir. Ja. Ich aber guck mal, Falk, dann hast du kein Ladekabel. Da musst du es zurückschieben. Wie hast du einen USB-C? Musst du es hier hochtragen. Wie lädt man die einfach auch? Die werden mir, glaube ich, so eine Batterie, die man so rauszieht. Ja, es gibt so Juicer, nennt man die. Aber ich glaube, deren Job ist nur, die aufzuladen, Berlin rumzufahren und dann die neue Batterie reinzustecken. Gut, ja, aber das gibt's auch. Aber wenn du deinen eigenen hast. Wenn ich mir jetzt eins kaufen würde, dann müsste ich Und der Strom wird ja auch mal teurer, Jungs. Ja. Nee, muss man auch sagen. Das kann man ja auch nicht mehr. Nee, du bist ohne Scheiß. Deswegen ich würde es mir zu Comedy Clubs nehmen und es in den laden. Ja, deswegen würde ich sagen, machen wir kurz die Lichter hier aus, einfach damit. Symbolisch. Ich habe über unsere Ratings nachgedacht. Ein Punkt ist unsere Ratings, weil. Da wollte ich mit euch drüber reden. Man kann ja, wenn ihr möchtet, und also macht es bitte, ihr könnt uns auf Spotify und auf iTunes eine Bewertung dalassen. Also ihr könnt euch da etwas aussuchen zwischen 1 und 5 Sternen und alles über 4 ist eigentlich absolut dreist. Unter 4 ist absolut dreist. 4 würde ich noch akzeptieren, aber pass auf. Da wollte ich mit euch sprechen. Wir haben auf beiden, also erstmal Spotify sind wir bei fast 500. Das ist unglaublich. Das ist sehr gut. Vielen Dank. Also wenn noch ein paar machen, dann sind wir bei 500. Ist ja ganz süß. iTunes haben wir auch sehr viele. Und da wollte ich sagen, haben wir auf beiden eine gesunde 4,9. Top. Und ich finde 4,9 unglaublich authentisch. Ja. Weil eine 5,0, absolut fake. Also keiner hat, du kannst nicht jeden glücklich machen. Also soll ich gucken, was Hack hat? Die werden keine, selbst die werden keine. Glaubst du nicht, die könnten eine 5 haben? Die und Fest und Flauschig könnten eine 5 haben. Weil das sind so, das sind ja. Aber ich glaube, umso mehr Leute da reinkommen, desto schwerer wird die 5. Ja, weil du irgendwie, also das kann ja eigentlich nicht, na wohl. Ja, ich weiß es nicht. Eine 4,8 hat gemischtes Hack. Okay. Wir sind besser. und Fest und Flauschig. Ganz kurz, 197.000 Votes. Ja, das ist insane. Das ist vollkommen insane. Und Fest und Flauschig auch eine 4,8 bei 85.000. Ah, okay. Also wir sind besser als beide. Ja. Ist egal, nächstes Mal, wenn wir Felix sehen, beugt euch einfach so zu ihm runter und sagt so 4,9. Ne? Ganz kurz, ich kann mich nicht zu ihm runterbeugen. Ja, okay, whatever. Steig auf den Stuhl. Ich bin der Einzige, der sich nicht zu Felix runterbeugen kann. Es gibt ja auch bei vielen Sachen Ratings, ne? Also unabhängig vom Podcast, also macht das bitte. Aber unabhängig vom Podcast gibt es ja auch Restaurants, die Ratings haben. Ja, ganz wichtig. Alle Läden, die es auf Google so gibt. Also du kannst selbst Brücken bewerten. Genau. Ja, und ja. Da wollte ich euch fragen, so ab wie viel kippt es? Ab welcher Zahl ist es so, nee, da gehen wir nicht rein. Wenn ihr so zwei Restaurants habt und ihr seht eine 4,7. Ivi, da müssen wir ganz viel spezifischer werden. Ja. Reden wir nämlich zum Beispiel, reden wir von TripAdvisor bei Restaurants? Nee, bei Google Reden Reviews. Wir von Yelp, bei Google, Lieferando? Ich habe für alles einen anderen Richtwert. Interessant, das ist wirklich zu oberflächlich. Weil zum Beispiel eine Lieferando 4,4 bedeutet gar nichts, weil der Abschaum der Gesellschaft sich da Pizzabällchen in den Mund wirft. Ja. Die haben keine Ahnung, die können es auch in den Mund spucken und die würden sagen 4,2. Aber auf der anderen Seite, ein Restaurant, was da sehr viele Bewertungen hat, aber nur so 3 Sterne oder sowas, das ist eine Warnung. Das ist wirklich eine Warnung. Ja, so 6000 Votes und eine 3,2, du wirst sterben. Ja. Also das ist dann wirklich, weil die Müllmünder der Nation haben sogar gesagt, das ist nicht in Ordnung. Ja. Also dann, wow. Ja, wirklich, und die haben es auf einem Quad gegessen. Ja. Und selbst die waren so, fühle ich nicht. Irgendwo auf einem Ikea-Parkplatz, wenn das Ikea zu hat, so sitzen die. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Dann lass uns doch ganz kurz, was glaubt ihr, wie viel... Vielleicht habe ich ein ganz gutes Spielchen. Und zwar suche ich jetzt auf Google Review Ikea Tempelhof und ihr müsst sagen, wie hoch deren Rating ist, okay? Oh, okay. Ich will aber ganz kurz, um die Frage nochmal zu beantworten. Ja. Ich glaube, mein Richtwert bei einem Restaurant, wenn ich auf Google gucke und unterwegs bin, 4,4, 4,5. Ja? Würde ich sagen, ist mein Breaking-Punkt. Aber es kommt doch sehr darauf an, wie viele Leute bewertet und haben. Und wie viel Hunger du hast. Ja, ihr habt beide recht. Ich habe gerade erstmal nur eine Grundzahl. Ich habe ein paar Sünden begangen, weil mein Hunger gerade zu hoch war. Also ich war letztens sehr hungrig und war unterwegs und da war ein Italiener mit einer 2,8.
Und da war ich so, das einfach geht jetzt gegen italienischer Mann. mit 2,8 auf dem Konto. Oder ist so richtig. ein Italiener, auf der so ein T-Shirt trug, auf dem 2,8 steht. Ja. Aber Jonas hat recht, du hast auch recht, die Bewertungen sind wichtiger. Aber Ivi, guck mal, ich bin jetzt zum Beispiel, ich kann ja hungern. Hm. Ich kann das ja absolut ertragen und auszuhalten, hungrig zu sein. Ja. Und ich würde sagen, ich laufe lieber 600 Meter weiter und in Todeshunger, wenn das Restaurant besser ist. Du weißt im Umkreis von 1 Kilometer nichts. Kilometer laufe ich ja noch, bin ich ehrlich. Ja, ja? Das sind 15 bis 20 Minuten. Krass. Die laufe ich lieber noch. Ja. Also so, wenn eine 3 vorne ist, auf gar keinen Fall. Ah, das ist interessant, das wollte ich euch eigentlich auch mal fragen. Weil ich mache nämlich zum Warm-up im Fitnessstudio, laufe ich immer 1 Kilometer und versuche unter 8 Minuten zu bleiben. Und ich weiß immer nicht, ob das eine okaye Zeit ist. Jetzt nicht, ich renne nicht. Also das ist eine Joggingzeit. Ich laufe am Anfang ein bisschen, um warm zu werden, gehe ich einfach nur schnell und dann drehe ich halt weiter hoch. Aber ich habe auch 6% Steigung. Ist das Prozent oder ist es viel. Grad? Es ist tatsächlich viel. Ja. Ist eine solide Zeit. Ich glaube auch, aber ich... Ist das so... Du, ich drehe dann richtig hoch. Also am Anfang laufe ich so 6 km/h. Das ist dann einfach nur gehen, um so ein bisschen die Muskeln aufzuwärmen. Und dann so nach 2 Minuten oder sowas ziehe ich das so auf 10, 11, 12 hoch. Also wo ich schon ordentlich mich bewegen muss. Ja. Das ist doch für ein Warm-up absolut ausreichend. Ja. Das soll ja nur Warm-up sein. Ja, ich weiß, aber ich überlege dann immer, hast du diesen 1 Kilometer jetzt relativ schnell geschafft oder ist das eigentlich keine gute Zeit? Ich wüsste jetzt gerade nicht, wie viel ich... Also ich kann dir sagen, als ich jünger war und das richtig ernst genommen habe und so einen Kilometer versucht habe, auf Zeit zu rennen, waren so gute Zeiten für mich 3 glatt, 3,5, 3,10. Okay, aber da war ich wirklich so dem Tode nahe, nachdem die gelaufen wurden. Das wäre dann der richtige Versuch, so 1000-Meter-Lauf richtig ernst. Genau, das ist der Versuch eines 1000-Meter-Laufs. Ja, gut, das ist ja nicht die Das ist alles, was ich einschätzen kann. Ja. Ja. Aber dann sind ja so um die 8 Minuten eigentlich ganz okay. Finde ich auch. Denke ich auch. Für ein etwas entspannteres Tempo. Hast du einen Breaking Point an Bewertung? Wo du sagst, nee, darauf lasse ich mich eher nicht. Wenn ein Copyshop 2,8 hat. Ah, spannend. Ja. Spannend. Ein Copy oder ein Coffee? Copyshop, also wo du irgendwas kopieren musst. Ah, und du kommst schon rein, keiner guckt dich an. Nee, ich glaube, aber das haben auch Leute, geben da auch mal 1 Stern, weil sie den USB-Stick vergessen haben. Ja, ja, ja. So, das ist mein Hauptproblem mit Amazon. Ja, genau. Immer wenn ich bei Amazon irgendwas Technisches oder sowas kaufen will, ne, dann hast du ganz oft irgendwie, vielleicht ist es ein etwas neueres Modell oder sowas, da gibt es noch nicht so viele Bewertungen. Und dann hast du da immer diese Hampelmänner, die 1 Stern geben, weil die Lieferung nicht geklappt hat. Ja, das hat auch nichts mit dem Produkt zu tun. Du sollst das Produkt bewerten, du hast kein Klingel in der Schild, du hast keinen Namen in der Klingel. Ja, du wohnst zur Untermiete. Genau. Ja. Irgendjemand hat ein Paket durch die Gegend geworfen und dann war es defekt. Dann ist es, hat nichts mit dem Produkt zu tun. Wir wollen wissen, wie die Speicherkarte ist. Ja, was glaubt ihr, okay, ganz kurz zu meiner Frage nochmal, IKEA Tempelhof Berlin, was glaubt ihr, wie viel die Google-Bewertungen haben? 3,4. Ist nicht schlecht, 3,1. 4,1. Hätte ich nicht gedacht. Was? 15.836 Bewertungen. 4,1! Ja, das ist verdammt gut, glaube ich. Tempelhof bleibt stabil. Alter, hätte ich niemals gedacht. Ja, schon stark, ne? Ja, weil da gehen ja Leute auch gerne mal wütend raus und wütend rein. Machen wir noch was anderes. Und zwar ein Klassiker. Wir Comedy-Clubs durchgehen. Nein, nein. Und zwar McDonald's Gesundbrunnen, meine Lieben. Oh, zu wenig, weiß ich jetzt schon. Ich glaube, die Leute, die es lieben, sind immer nur so verballert da, dass sie danach nicht anfangen, Bewertungen zu machen. Ich und Alex haben ja noch keine 5 Sterne da gelassen. Genau, und die Leute, die es hassen, die sind die, die die Bewertung geben. Also man muss auch wirklich sagen, man muss ja jetzt auch fair sein und dem Gesundbrunnen McDonald's schon mal 1 Stern abziehen, weil er keine Toilette hat. So, das ist schon scheiße. Ich würde sagen, es ist eine 2,6. Nee. Darf ich euch ein paar Reviews gleich vorlesen? Ja, natürlich. Weißt du was? Ja, weil er so jetzt gelacht hat darüber, ich sag 2,3. Nee, 3,3. Okay. Waren wir aber gar nicht so falsch, finde ich. 1.800 und eine Bewertung. 1.800? Ja. Und zwar, Kevin Michael Stoner schreibt vor 3 Monaten. Bestes chinesisches Restaurant, in dem ich je war, 5 Sterne. Kevin Michael Stoner! Das ist ja großartig! Was glaubt ihr, wie Michael geschrieben wurde? M-I-K-E-L. Nee, M-E-I-K-E-L. Natürlich. Ja. M-E-I-K-E-L. Also wirklich Mai. Warte, nochmal. M-E-I-K-E-L. Michael. Was? Okay, wir fanden so kurz, so nah dran an Michael, aber irgendwie auch nicht. Ja, aber völlig falsch. Ja. Unser Bild ist wirklich Killer. Also, wir können uns gleich. Oh, nice. Also. Hätte ich jetzt gucken, wenn er 2L gemacht hätte, wenigstens Mike Kill ist. Mike Kill. Einmal und nie wieder.
zum einen ist die Kasse abgestürzt, was ja nicht schlimm ist, aber einem dann zu unterstellen, dass die Zahlung nicht getätigt wurde, eine Kartenzahlung, trotzdem Beweis, dass es beim Online-Banking hinterlegt ist mit Uhrzeit und Ort und immer noch skeptisch ist, ist eine Frechheit. Widerwillig wurde meine Bestellung gemacht und dann noch Sachen vergessen. Wie kann man vergessen, wenn man vom Bildschirm ablesen muss? Mensch, da hat sich der Kevin, aber... Michael. Ist dir das schon passiert im Gesundbrunnen? Noch nie, weiß nicht, wovon er redet. Ja. Ganz kurz. Aber das, weißt du, das ist auch das Problem, ich sehe doch da den Michael schon reinstopfen. Ja. Weißt du, der kommt da so rein mit seinen kleinen Äuglein, dann guckt er dann, ich will einen McFlurry. Ja. Das ist ja der Gesundbrunnen-McDonalds, wenn du da wie so ein Loser reingehst, wirst du wie ein Loser behandelt. Ja. Du kriegst, der Gesundbrunnen-McDonalds ist ein Spiegel deiner Seele. Ja. Und wenn du da selbstbewusst reinkommst, wirst du behandelt wie ein König. Du musst da wie ein Löwe reinkommen. Ja. Exakt, sonst wirst du gefressen. Jetzt habe ich eine Gesundbrunnen-McDonalds ist auch so ein bisschen die Vorstufe zum Knast. Also du musst da schon so reinkommen wie ein Tier und sagen so, nicht mit mir, Leute. Nicht mit mir, testet, nicht mit mir, Leute. Nicht mit mir, nicht heute und testet mich niemals. Nee, du zeigst Leute, du duschen. Ja. Und dann die haben ja kein Klo. Ja, das war so, du in deiner Kasse, Bus bauen. Ja, und dann, ich glaube, es ist auch noch fair, wenn ich eine 5-Sterne-Bewertung durchlese. Bitte. Ja. Ich schreib gleich mal selber eine Review. Vom Thorsten Limprecht, geboren Herde. Also der wollte nochmal sagen, die Leute sind so gut. Hat er geheiratet? Wahrscheinlich. Ja, also, er möchte nochmal. Er ist ein sehr fortschrittlicher Typ, der hat den Namen seiner Frau angenommen. Ja. Hervorragend, 3 Ausrufezeichen. Für mich persönlich einer der besten McDonald's-Filialen, die ich kenne. Ist zwar meistens stark überlaufen, was aber auch der Grund für die gute Bewertung ist. Dadurch haben hier alle Produkte eine ungewohnte Frische und Top-Qualität. Eine ungewohnte Frische. Also erstmal nur zu eurer Info. Ich habe Leute gekannt, die bei McDonald's gearbeitet haben. Die müssen die Scheiße eh eine halbe Stunde wegwerfen. Ja. Ich glaube sogar 15 Minuten. Das ist super tighter Plan. Richtig, richtig schnell. Ja. Einige, so viel einige Frische bei McDonald's. Ja, so richtig frisch. The food was vibrant. Yeah. Vibrant. The acidity. The acidity. Ist das schmecke Estragon? Ja. Da wird hinten noch nachgewürzt. Oh Mann. Einige Mitarbeiter sind hier seit Jahren tätig. Haben sich noch nicht umgebracht. Das ist einfach nur traurig. Und begeistern mich immer wieder durch ihre Gelassenheit und Erfahrung. Geist! Oh, ich liebe diese Review. Ey, das kann ein Format werden. Ja, okay. Oh Gott. Ein paar Euro mehr sollten in die Reinigung fließen, denn nicht alle Kunden verhalten sich normal. Sag mal seinen Namen bitte nochmal. Ja. Thorsten. Thorsten Leute. Irgendwas? Thorsten Limprecht, geboren Herde. Geborener Herde. Hm. Okay. Thorsten Herde. Ja, der hat auch Limprecht genommen. Ja. Speziell diese Filiale sollte vergrößert und eine Vorzeigfiliale für McDonald's Deutschland werden. Sehe ich auch das so. Sage ich als, Flagship Store das sage ich als Stammkunde und nicht als reisender Freelancer. Vielen Dank. Das sind so redigen Seiten, so nee, am Redenshop, was ist hier los? Vielen Dank, McDonald's Gesundbrunnen. Wie schön ist das? Was nebenbei, wir sind alle reisende Freelancer. Ja. Was ist das für, was soll das, Thorsten? Wir lieben den auch. Ja. Er hat noch ein Nachwort dazu gemacht. Ein genereller Tipp, um Wartezeiten hier und in den anderen Filialen zu vermeiden. Vorher reservieren. In der App bestellen. Einfach in der App vorbestellen. Ja. Super einfach und schnell. Wer eine Bezahlfunktion hinterlegt hat, braucht seine Bestellung nur noch abzuholen. Aber Falk, heißt das, man kann nicht einfach beim Metredi anrufen? Ja. Oft gibt es auch noch Bonus und spezielle Coupons. Ja, das stimmt. Ja. Cool. Oh, das ist, was McDonald's braucht. Ein Mac-Redi. Ja. Ja. die Mac-Version, so ein Clown. Ja. Ronald McDonald, der da vorne steht mit so einem Pult und dann so, wie viele? Ja. Ah, okay, dann kommen Sie, folgen Sie mir. Und dann gibt er dir so eine Karte. Ja. Wir haben heute für Sie den Mac-Fisch. Ja. Ja. Auch heute wie immer ohne Fisch. Ja. 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 Aber wir machen. Ronald McDonald ist Double Cheeseburger mit feinstem Industriekäse. Wird ihn wie immer kredenzieren. Keine Ahnung. Der coole Light-Sirup, den wir in unserem... Ganz exquisit. Toller Jahrgang. Toller Jahrgang. Der kommt mit so einem Sirup, den er so über den Arm hat und gießt dir sowas ein und dann nippelt. Korkt er. Er will dir auch beweisen... Der Sirup korkt. Er will dir auch beweisen, wie weit er mit dem Sirup von dem Becher... Ja,
Gab es mal. Das ist ja nicht interessant, ob McDonald's jemals aus Jux und Dallerei so ein McDonald's-Restaurant richtig gemacht hat. Das sind ja Restaurants auf Papier. Ja, ich weiß, aber so eine Edelversion. Weißt du, so wie Dönerläden jetzt neuerdings so Edel-Restaurant-Versionen von sich selber haben, wo man dann plötzlich von einem türkischen Kellner an den Tisch gebracht wird und so weiter. Man sich auch denkt, das macht irgendwie ein bisschen das Erlebnis des Döners. Es ist für mich nicht das Döner-Erlebnis. Ja. Also wir müssen übrigens langsam zum Ende kommen. Ja. Dürfte ich noch eine kleine Sache kurz empfehlen, wenn das okay ist? Ein Restaurant. Das kenne ich schon länger. Ich war letztens erst wieder da, weil es bei mir in der Ecke, ich bin ja umgezogen. Mhm. Und das würde ich gerne empfehlen, weil es ist ein kleines, nettes Restaurant von so jungen Köchen mit Traum. Ja. Und die würde ich gerne unterstützen, wenn das irgendwie geht. Wenn ihr mal im Schillerkiez seid, dann kann ich euch das Terz sehr, sehr ans Herz legen. Weil es ist so regionale Küche. Ich sag mal so, da kriegt ihr so richtig gute Königsberger Klopse. Aber richtig gute. So von so jungen Leuten, die sagen, ich mach Königsberger Klopse wieder sexy. Mhm. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Also ich kann es wirklich, ich liebe es. Großartiger Laden, so ein bisschen so Bistro-Restaurant. Wie viele, ist es kleiner oder eher groß? Also ist es, muss man dort anmelden? Also ich würde immer raten zu reservieren, aber ich bin auch Reservierer. Wenn ich weiß, dass ich irgendwo hingehe, reserviere ich jedes Mal vorher. Ist das teuer? Sag das mal in so Eurozeichen, die man immer auf Google kriegt. Sind es so 1 Eurozeichen, 2 Eurozeichen? Ich glaube so 1,2 Eurozeichen. Das ist gar nicht so teuer. Ich würde sagen zwischen 8 bis 10 und 12 kriegst du da so. Die haben ja auch so eine Mittagskarte und die ist eigentlich... Aha. Also jetzt nicht super teuer, ich kann ja mal schauen. Aber warte mal, das Terz kommt mir ja bekannt vor. Das ist auch am Tempelhofer Feld. Das ist sehr in der Nähe vom Tempelhofer Feld, ja. Boah, guck mir gerade die Bilder an, die sehen unglaublich schnieke aus. Ja, also man wird jetzt nicht arm, wenn man da essen geht. Ja, naja, weil sonst am Tempelhofer Feld mittlerweile gehst du da rein. Man muss es sich auch mal gut gehen lassen. Also guck mal, Jonas, hier so ein Mittagsessen, Mittagsmenü von 12 bis 15. Ja. Da reden wir jetzt von, weiß ich nicht, hier ist eine Kürbissuppe für 6 Euro. Ist die vegan? Kürbissuppe mit fermentiertem Rotkohl und Kürbiscreme vegan. Okay. Ja. Und wenn du jetzt Spiegelei mit gebratener Tomate, Reissalat, Koriander, rote Zwiebel, Chili, Hauptgericht, 10 Euro. Und ist das Spiegelei vegan? Nee, Spiegelei ist nicht vegan. Da kann ich da leider nicht hingehen. Pulled Beef mit Reissalat, Koriander und roten Zwiebeln. Ist nicht vegan. Wie viel ist das? 12. Ja, okay. Also ich finde es jetzt nicht frech. Nee. Das ist nicht super teuer. Wie gesagt, nette junge Leute. Wie groß sind die Portionen? Weil du bist ja eher so ein kleiner Mäusemagen. Das stimmt. Na, das weiß ich jetzt nicht, Jonas. Ob du der jetzt... Guck mal, hier hast du so eine Portion von so einer guten Suppe. Aber ich weiß ja nicht, wie groß diese Schüssel ist. Das ist ein bisschen schwer zu schätzen. Jonas, was soll ich denn jetzt hier sagen? Ich weiß ja nicht, wo du auf einmal so zum kritischen Kunden geworden bist. Ja. Wenn ich jetzt gerade... Das macht die Fliege. Das macht die Fliege. Krawatte. Krawatte. Wenn ich ein paar netten jungen Köchen helfen möchte. Ja gut, ich helfe denen auch. Also ich kann es empfehlen, wir können auch gerne mal hingehen. Also alle meine Follower, geht ins Terz, bitte. Ja, wirklich. Also ich kann es einfach sehr empfehlen. Nett, jung, cool. Man hofft, das nächste Jahr, es kommt eine Person vorbei. Ja, weißt du was? Und es würde mich freuen. Ja. Ich würde mich freuen, wenn eine Person da hingehen würde. Genau, das wollte ich einmal pitchen, weil ich mag die und ich mochte es da. Okay. Hast du noch einen Pitch? Komm zu meinem Solo, das wäre mein einziger Pitch und mein wichtigster Pitch. Ansonsten, lasst den Sommer entspannt ausklingen. Fühlt euch ganz so gedrückt. ich habe keinen Pitch mehr. HDGDL. Möchtest du noch was planen? Sommer aus? Ist der vorbei? Nee, ja. Finde so ein bisschen, der Sommer ist over. Nee, also heute Sommer ist over, Tag. Freunde. Sommer ist over. Ja. Also die letzten 4-5 Tage hat es in Berlin nur geregnet. Stimmt. Also der Sommer ist over. Es wird dunkel, nachts sind 12 Grad. Der Sommer ist over und es wurde Zeit. Ich bin ready. Ich bin wirklich ready. Ich werde so ein Hot Girl... Autumn? Ich habe ein gutes Pulli-Game, deswegen freue ich mich auf den Herbst. Mich auch. Und die Shows werden dann auch wieder voller, muss man sagen. Also, das sind sie aber jetzt schon. Jetzt kommen wir alle mal wieder raus. Also Couscous die letzten 3 Wochen oder 4 Wochen war immer komplett voll. Nice. Ja. Und auch also ohne Reservierung teilweise. Ja. Reserviert? Was macht ihr eigentlich? Ja, wirklich, was seid ihr für Tiere? Reserviert. Ja. Jetzt sind wir schon überall. Event-Tim, Eventbrite, was soll ich noch machen? Aber Jungs, ich glaube wirklich, das wird mein Glow-Up-Herbst. Ja. Ich spüre das. Bist du dann? Also erstmal, du bist ja unglaublich viel unterwegs. Ich bin ja wahnsinnig viel unterwegs. Da werde ich dir richtig vor die Hunde gehen. Ja, ich habe keine gemerkt, Moment, ich glaub, du weißt gar nicht, was, wie viele, du hast ja absurd viele Termine. Ja, ich glaube 36. Oh.
Ich glaube, ich kann nicht einschätzen, wie anstrengend das ist. Ich glaube, kommst du, kennst du das gar nicht hier, oder? Ja. Nee, also ich habe immer Blöcke, wo ich weg bin und dann wieder Blöcke, wo ich hier bin. Ja. Also ich glaube, bin zum Beispiel müssen, so zwei Wochen am Stück weg. Tatsächlich, das ist jetzt eigentlich Orga, aber wir müssen dann dazu übergehen, dass wir immer nur VMD aufnehmen, wenn Falk da ist, weil ja. VMP kriegen wir vielleicht auch so hin. Aber, du schickst uns aber Botschaften, Falk. Ich würde vor allen Dingen... Du schickst uns Botschaften, wenn du auf Tour also bist. Also der Boy, mit dem ich unterwegs bin, der muss ja auf Tour auch podcasten. Ja. Ich würde Laptop und mein Mic mitnehmen, aber das, ich kann auch verstehen, wenn man da nicht so Bock drauf hat. Das ist nicht so sexy. Nee, ich verstehe es. Ja. Also das wäre nur mein Angebot. Ja. Und die sind ja auch nur zu zweit in deinem Podcast. Ja, das macht dann noch einen Unterschied. Das ist ein guter Punkt, ja. Ja, oder ich komme mal in irgendeine Stadt. Ja? Ja. Mach's Darmstadt am 20.10. Ja. Soll schön sein. What? Why? Naja, dann haben wir eine VMP-Folge. Irgendwie haben wir dann eine VMP-Folge. Wir kriegen das hin. Ja. Du wirst lieber nach Darmstadt fahren, um mit Falk eine VMP-Folge zu machen, als einfach hier mit dir mal den Mittag. In deiner Wohnung. Keiner hat die Absicht nach Darmstadt zu fahren. Das möchte ich kurz, das ist mein Fundament. Ich möchte ja immer nur irgendeine VMP-Folge hinbekommen. Aber wir kriegen das hin. Hundertprozentig. Ja, denke ich auch. Gäste rein. Ja. Ich habe schon ein bisschen angeteasert, also ich möchte, wir werden vielleicht auch wieder, oder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, wieder mache ich eine Folge mit Stefan zusammen und ansonsten gibt es ja noch tolle andere. Du vielleicht ich habe so das Gefühl, Ivan möchte mit mir keine Folge aufnehmen. Was ist denn los? Hä? Nein, gar nicht. Ich fahre nach Darmstadt, ich mache was mit Stefan. Du, ich kann auch nach Amerika fliegen und einfach da versuchen, jemanden zu finden. Wir hatten auch schöne Zweierfolgen, Jonas. Jetzt tu mal nicht so. Ja, eben. Ich tue ja nicht so. Du tust so. Ja. Reden wir nochmal über die Kameras aussehen, ja? Wenn ihr Freunde wärt, würdet ihr so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Nein, aber auf jeden Fall besucht Falk auf Tour und kommt zu meinem Solo. Das wäre super lieb. Ansonsten in Freiburg. Ja, genau. Kauft mein Merch. Ja. Hast du Merch jetzt? Ich kann mir vorstellen, dass du so eine gute Krawatten machst. Du hast so 10 dieser Tassen aus Dings hier. Das ist schon gut. Schreibt mal in die Comics, was ihr von Jonas Krawattenlook hält. Ja. Weil ich bin sehr begeistert. Ich bin auch begeistert. Ich finde es gut. Ich probiere einfach jetzt Sachen aus. Keine Ahnung, ob das bleibt. Ich probiere einfach Sachen aus. Vielleicht mache ich auch das, was alle Berliner Comedians machen. Tätowiere mich von oben bis unten zu und gehe zu viel ins Fitnessstudio. Ich glaube, das werde ich jetzt wieder machen. Ja. Meinst du? Ja. Ich glaube, wir kriegen im Herbst so ein kleines Revival von Einhosen-Falk. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Nee, ich fange schon an, ich fange schon mal so ein Care-Package an für dich, für die Tour zu bauen. Da ist eine Powerbank drin. Ja, du hast voll viele Hosen. Ich habe voll viele Hosen. Ich glaube, er meint mit Einhosen-Falk eher die Geisteshaltung, die Einhosen-Falk innewohnt. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Ich finde, du könntest ein Kill tragen. Ich weiß nicht, ob es in der... Ich weiß nicht. Ja, Moritz Neumeier trägt jetzt Rock auf der Bühne. Ja, aber ich trage doch keinen Kill. Ich weiß nicht, ob du es in der letzten Plusfolge erzählt hast, mit der Waschmaschine, mit dem, wie du Wäsche gewaschen hast. Ja. Das war in der Plusfolge, ne? Mhm. Nee, dann hört die Plusfolge. Wisst ihr was? Das ist eine super Plusfolge geworden. Ja. Hört da rein, da erzählt Falk euch, wie ihr wirklich nachhaltig Wäsche macht. Wirklich. Also, da könnt ihr euch eine Scheibe von abschneiden, muss ich sagen. Das hört stimmt. In die Plusfolge rein. Ja. Ja. Ich rede die Umwelt und Füße. Und dann, ich sag's dir gleich, was da passiert ist. Ich glaube es anstandslos. Ja. Wenn ihr nicht einer Person vertraue, was Wäschewaschen angeht, dann ist es Falk. Ja. Das muss ich an der Stelle mal sagen. Kann auch gut bügeln, das glauben die Leute immer nicht. Doch, das glaube ich. Ja. Weil ich wurde letztens nämlich einige Frauen sind schon zu mir gekommen und gesagt, der Falk kann echt gut bügeln. Du? Also ich wurde doch letztens darum gebeten, ob ich mal schnell was bügeln könnte. Und dann haben die so dreckig gelacht, das habe ich nicht verstanden. Jonas, ich glaube, die meinten was anderes dann mit dem Bügeln. Ah, okay. Und dann eher so, also weißt du. Was kann man denn noch meinen? Also wenn ein Mann und eine Frau sehr viel ungelöste Konflikte in sich tragen. Ja. Ja. Und die kommen zusammen und dann trinken die sehr viel Alkohol. Ja. Dann kommt es manchmal vor, Dann macht man ein Hemd glatt. Dann macht man zusammen. Ja. Dann macht einer von dem Dampfreinigungsgerät an. Ja. Und dann wird dann werden mal ein paar Hemden richtig ordentlich glatt gemacht. Genau. Wir werden die Hemden mal wieder auf links gedreht, sag ich dir, du. Das finde ich gut. Genau. Und dann fährt man danach wieder nach Hause. Ja, aber jetzt habe ich wieder gemacht. Ich arbeite jetzt dagegen. Was? Falk ist kein Sexobjekt für euch. Dankeschön. Nicht außer. Ich bin mehr als nur Sex. Aber ich bin auch richtig gut im Sex. Ich möchte jetzt nicht, dass... Das wissen wir ja nicht. Aber nee, ganz kurz. Und das ist so eine Narrative, die solltest du nicht aufbauen. Ich möchte jetzt nicht, dass die Leute glauben, also ich würde sagen Top 5 Zentraleuropas. Top 5 Zentraleuropas. In Spanien komme ich, glaube ich, da eher nur so Top 20? Du denkst, du bist einer von den Top 5 Sexualpartnern Zentraleuropas, Mitteleuropa. Also Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Belgien, Luxemburg, Dänemark. Würde ich sagen Top 5. Das ist unglaublich, also... Das ist eine Hubris, die... Das ist wirklich mit die steilste These, die du, glaube ich, jemals... Aber wie gesagt, wenn wir dann so Richtung Frankreich, Italien, Spanien, wäre ich nicht lügen, da wird's rough.
da merkst du auch schon so, dass du vorher eher so in den Kinderligen gespielt hast und dann bist du so bei so die Big Boy Ligen, weißt du? Ja. Wenn du in die NFL jetzt kommst vom College. Ja. Was das Ficken angeht. Ich habe deinen Kopf, glaube ich, kaputt gemacht. Nein, ich überlege ja wirklich. Ich versuche gerade das mathematisch einzuordnen, weil ja. Das ist ja, wir reden ja über Millionen und Millionen ja. Von Menschen. Ich würde sagen so. Ungefähr so 150, 200 Millionen. Jetzt sind darunter natürlich alle möglichen Sexpiraten, Sexperten, ja. Ja. Pornodarstellerinnen, Pornodarstellerinnen ja. Und weiß Gott was ja. Sonst noch wer. Ja, ja. Also da ja. Sind ja auch Talente im Unterholz. Darf ich deine These korrigieren? Du bist der Pound for Pound Bester, quasi einfach für das Package, was Falk hat, ist das Beste, was er aus sich rausholen konnte. Also meinst wenn jemand anderes sein Package nein, oder nein, Gesamtpaket, sein ganzes Paket als Wesen und als ich glaube. Nee, ich rede rein von der Sexpraktik. Ja. Von der Praktik des Geschlechtsverkehrs. Ja. Top 5 Mitteleuropas. Wie praktisch. Also Top 5 Mitteleuropas, Jonas. Hm. Ja. Das Gute ist, beweis mir mal das Gegenteil. Ja, genau. Du kannst es ja weder, beweisen. Das ist hier so eine du kannst These. Weder beweisen, naja, noch die Banden. Ich kann halt anfangen, deine Ex-Freundinnen anzurufen oder bitte so. Bitte mach das. Und ihr habt richtig gute Bewertungen. Die sind so Bruder Top 3, würde ich sagen. Ja, also, ja, aber Moment. Er ist noch bescheiden, Dickerchen. Du weißt schon, dass manchmal Leute nicht ganz die Wahrheit sagen in Beziehungen. Also das ist dir schon klar. Ich habe so sehr Probleme mit meinem Ego, ja. Dass ich das nach den Beziehungen nochmal abgefragt habe. Ey, wie geil ist das? Bist du gerade am Weinen? Ja, aber dann willst du, wenn nach einer Beziehung eine Frau zu mir gekommen ist und gefragt hat, wie der Sex war, dann habe ich ihr nicht plötzlich die Wahrheit gesagt. Ja. Sicher? Ja, du willst diese Person loswerden. Ja, aber nee, ich habe ein gutes Verhältnis zu einigen von denen. Ja, ich habe auch ein gutes Verhältnis zu vielen von denen, aber ich würde dann trotzdem nicht hin. Aber Top 5 Mitteleuropas. Es ist auch irgendwie nachtreten, das macht ja. Man einfach nicht. Nee, das stimmt. Dann im Nachhinein, ist das ekelhaft zu sagen, ja. So unbedingt ist das ekelhaft. Das Sex war immer Du, wir waren ja zusammen und ich muss dir jetzt ganz ehrlich mal sagen, ich bin nie gekommen. Und was macht, das ist doch nicht in Ordnung, das bringt doch dann auch nichts mehr. Ja. Ah, wie Top 5. Prozent? Mitteleuropas. Nee. Wirklich Top 5? Top 5, Top 5. Also Top du 5, und ja. Rocco Siffredi und so. Rocco Siffredi, übrigens Italien, habe ich ausgenommen. Ich rede von Mitteleuropa. Ja. Frankreich, Italien, Spanien, anderes Game. Moment, okay, also sag mal, welche Länder sind. Okay, pass auf. Ich würde sagen, ich würde so weit gehen, Top 5 in Tempelhof. So viel würde ich Top gehen. Top 5 Mitteleuropas. Also, wir haben in der Mitte, liegt Deutschland. Ja. Dänemark, Polen, Tschechien, Österreich, Schweiz, ja. Belgien, Luxemburg, das war's. Wie gesagt, okay. An Frankreich traue ich mich nicht ran. Italien bin ich ganz ruhig. Und über Spanien, Jonas, fange ich gar nicht erst an. Ja. Ich wüsste nicht nur, ob ich in Spanien in die Top 50 komme. Also ich glaube, Top 5 Dänemark lasse ich dir. Weißt du was? Und ich nehm's. Also das glaube ich. Ich werde anfangen von mir überhaupt nicht mehr. Weil die haben schon Probleme damit, Augenkontakt aufzubauen. Ja. Also mit irgendjemandem. Ja. Auch ihrem Sexualpartner. Ja. Also da glaube ich dir ungesehen... Mhm. Dass du, da wärst du, glaube ich, eine Überforderung für die. Okay. Aber guck mal, dann bist du auch nicht mehr Top 5, weil die Top 5 muss nämlich auch den Raum lesen können. Ja, aber kannst du den Raum, kannst du jetzt mit so einer Dänin zum Beispiel, glaubst du, kannst du Sex haben? Guten Sex. Warum? Also ich verstehe erstmal nicht, warum nicht, wegen der Sprachbarriere. Ey, die sind ein bisschen besonders, die Dänen. Sind sie? Ja. Die sind besonders schön und besonders toll als Volk, ne? Ja, also vielleicht auch doch nicht Top 5 Dänemark. Ich bin sprachlos. Polen? Okay. Ja. Was? Ja, der polnische Mann ist interessierter an der Boxmaschine. Ja. Der hat einfach eine Menge. Die Menge ich habe mir gerade so viel problematische Jokes runtergeschluckt, dass ich mir kurz selber applaudieren muss. Ich habe gerade 3 Jokes nicht gemacht, die alle im Problem finde, geworden wären. Es ist vieles Mindset. Ich glaube, wenn man mit dem Mindset reingeht, das ist es nämlich, dann bist du es, glaube ich. Du brauchst das Mindset und das Mindset. Weil die Frauen kannst ja auch völlig falsch liegen. Das kann ja völlig delusional sein. Ja. Weil, genau, aber dann performst du dann doch irgendwie besser, oder? Wenn du hilf uns mal ein bisschen. Ja. Was ist denn... Was, ich wollte einfach nur die cooleste denn? Gegenthese aufstellen zu... Jetzt ist interessant. Halt nicht sexualisieren. Das ist wirklich interessant. Also du... Okay, da bin ich völlig reingelaufen in die Nummer. Schritt 1. Ja. Bist du anbieten. Ja, genau. Nee, da müssen wir jetzt nicht anfangen. Wir können schon ein bisschen weiter reingehen. Also es ist obwohl, der hat so Kondome auf sich so spezialisiert. Das ist schon ein gutes Game dann, ne? Also ja, das hat er ja nur, weil er Probleme hat. Nee, weil er weiß, er ist Top 5. Er kann sich das, weil er kann sich das nicht erlauben. Er kann sich ein schlechtes Kondom nicht... rutscht da schon auf Top 50 runter. Er weiß, er muss jeden Edge, muss er... Das ist wirklich? Ja auch... Irgendwann ist so es ja auch so... ein Boxprofi, der hat ja auch jemanden, der ihm die Hände irgendwo tippt. Ist es ja Micromanagement. Jemand, der mir das Kondom überzieht. Bei Falk ist es ja auch Micromanagement.
Danke. Okay, lass es darauf enden. Burn des Jahrhunderts. Ja, darauf können wir enden. Da kommen vielen Dank, dass ihr zugehört habt, dass ihr war verprügelt mit Punchlines. Wir sind auf eine 4,7 runtergerutscht. Ja, nein. Wir sind jetzt nicht mehr Top 5 Europa. Ja. Aber wir freuen uns über jede Bewertung, wir freuen uns über Abos, wir freuen uns darüber, wenn ihr uns teilt. Teilen ist immer eine ganz wertvolle Sache. Wir sind in Freiburg, wenn ihr diese Folge hört, kommt schnell noch vorbei. Ja. Auf der Comic-Con. Ja, also kommt nicht in unserem Hotel oder so. Das wäre bitte nicht. Obwohl. Wir haben kein Hotel. Hier, absoluter Sexperte. Also. Ja. Wir haben kein Hotel, Freunde. Wir teilen uns eine Wohnung, das wisst ihr. Komm nicht in dieser Wohnung vorbei. Komm nicht in diese Wohnung. Ja. Und genau, ansonsten noch irgendwelche wichtigen Sachen. Schön, dass du wieder da bist. Ja! Danke. Das ist gleich eine ganz andere Energie. Ja. Ist geil, dass wir wieder alle zu dritt da sind. Das tut gut. Ja. Sehr gut. Das tut gut. Ich bin immer noch mathematisch durchgehend. Ja, wir haben ja auch noch eine Plusfolge. Also komm, komm gut nach Hause. Nehmt immer die volle Kaution. Und Gott schütze das Internet. Tschüss. Pew, pew, pew. Verprügelt. Punchlines. Verprügelt mit Punchlines.